Wer wohl wo wird präsentiert von IKEA. Kommt rein! Mit dem Eingang habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wir schauen wieder bei 5 traumhaften Wohnobjekten rein. Zusammen mit den Bewohnerinnen, die sich vorher noch nie gesehen haben. Das Einzige, was sie voneinander wissen, ist der Vorname, das Alter und der Beruf. Und darum muss man möglichst viele Infos durch geschicktes Fragen und Beobachten herausfinden. Da könnt ihr eigentlich bleiben, wenn ihr selber weiter schaut. Ich bleibe ein bisschen da. Meine Kandidatin und da hat ein bisschen einen Vogel. In jedem Objekt gibt es eine Schätzfrage und einen Joker. Wer am nächsten dran ist, bekommt einen Hinweis. Da ist er. Merci vielmals. Du bitte. Wer am Schluss am meisten richtig zuordnet, gewinnt. Also, du nimmst gerade den Chef das. Ja. Wie gern, Chef. Und darum die grosse Frage. Wir wo? Auf diesen Moment jetzt freue ich mich immer besonders. Bei diesen 5, die wir reinschauen dürfen, die sehen sich jetzt gerade zum allerersten Mal. Da kommen sie. Unsere erste Mitspielerin ist Melanie. Ja, ich bin sehr nervös und bin gespannt, was da auf mich zukommt. Als nächstes haben wir Stefanie. Das Schlimmste, was mir passiert, ist, dass ich mich verschwätze, dass ich irgendetwas erzähle, was ich nicht erzählen darf. Das ist wirklich das Schlimmste. Da kommt Pia. Ich finde es vor allem spannend, dass ich jetzt einfach mal so ungeniert darf durch das Schlüsselloch, oder eben nicht nur durch das Schlüsselloch schauen, sondern in die Wohnungen rein. Ja, mir richtig umschauen, etwas in die Finger nehmen, das finde ich extrem spannend. Die vierte im Bund ist Claudia. Also das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, dass ich irgendeine Vase kaputt mache oder ja, einfach irgendwas umhaue, was gerade so nicht so gut dasteht. Und die Runde komplett macht Nicole. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe gerade gemerkt, wir sind eine reine Frauenrunde. Das ist natürlich cool. Was fällt auf? Frauenrunde. Ja, genau. Ladies-Runde. Cool. Ja. Und ist das gut oder schlecht für euch? Sehr gut. Ja, das macht uns so lustig. Wunderbar. Frauenpower, das haben wir noch nie gehabt. 5 Frauen und man sieht ja den Frauen eine sehr gute Intuition nachher. Das heisst, 5 Siegerinnen, oder? Wenn ihr alles herausfindet. Ja, genau. Wir geben alles. Am Selbstbewusstsein zweifelt hier niemand. Das ist auch richtig gut so. Und wir sind gespannt, wie die 5 wohnen. Aber einen kleinen Hinweis gibt es natürlich schon, wer da ist. Und wir fangen an, ganz links aussen mit der Melanie. Sie ist 33 und ihr dürft also erste kleine Quizfrage schon mal herausfinden. Was könnte Melanie von Beruf sein? Kindergärtnerin würde gut passen. Ja, das hätte ich gedacht. Könnte sein. Ist aber nicht. Ich gebe eine kleine Hilfe. Sie hat etwas mit Drogen zu tun. Vielleicht Drogenpfannerin? Das wäre spannend. Drogenpfannerin wäre eine Möglichkeit. Sie ist aber Drogistin. Genau. Cool. Das heisst, wenn jemand Traubenzucker bräuchte, du könntest uns verpflegen. Genau, hat eine Opfer-Apothek dabei. Sehr wenn gut. Ein Zwischenfall wäre. Gut zu wissen. Sehr gut. Bei Melanie hat das Gefühl, noch ein bisschen eine Scheuche. Darum kann ich sie noch nicht so gut einschätzen. Ich denke, sie hat gerne Farben. Sie wird sicher farbenfroh wohnen, so nach dem ersten Eindruck. Gehen wir weiter in die Runde. Und zwar ganz in der Mitte, da steht die Pia. Und sie ist 46 und von Beruf Kommunikationsfachfrau. Genau. Wolltest du noch etwas mehr sagen, oder? Hättet ihr gern? Ja. Ich kann vielleicht sagen, ihr habt alle täglich damit zu tun, in dem Bereich, wo ich arbeite. Das ist bestimmt spannend. Aber das heisst, du kommunizierst gern und, oder bist mehr beobachtend? Zuerst beobachten und dann reden. Also, ich werde die Augen und die Ohren weit offen haben. Pia ist sehr korrekt, denke ich. Geradlinig. Ohne Schnörkel. So kann ich mir das auch vorstellen, dass es Bier daheim wird aussehen, ja. Und es geht weiter in der Runde. Am anderen Ende von diesen 5 ist Claudia. Sie ist 36 und sie ist Projektleiterin. Willkommen, Claudia. Danke. Hallo. Gut, Projekt, das ist ein Begriff, da kann man alles rein tun, oder? Ja, es ist so. Es ist ein weitgehender Begriff, der einfach sehr spannend ist und an vielen Orten ist. Und ja, ist auch sehr kundenbezogen.
macht auf jeden Fall sehr viel Spass. Und ich finde es auch toll, bei ihr kann man natürlich sofort zuordnen, aus welchem Kanton dass sie kommt. Appenzell-Innerrhoden. Könnte sein. Also du machst es allen noch schwieriger, oder? Weil man kann zwingend schon mit dem Dialekt, natürlich wissen wir. Ursprünglich kommst du aus? Bremen. Mhm. Aber schon länger ja, in der Schweiz? Ja, schon sehr lange hier. Gut. Verraten tue ich nicht, woher. gut aufpassen. Claudia, ja, vielleicht schon so ein Karrieretyp, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass Claudia sehr genau weiss, was sie will. Und ich glaube, dass sie sehr schön wohnt, kann ich mir bei ihr vorstellen. Ja. Wir gehen zu der Nicole. Sie steht da hinten, an zweiter Stelle. Sie ist 47 und von Beruf Unternehmerin. Herzlich willkommen. Schön bin ich da. Freut uns auch. Nicole, was unternimmst du? Und sag jetzt nicht am Wochenende einen Sonntagsspaziergang. Ja, genau das wollte ich jetzt sagen. Ja, wenn ihr einen Tipp? Mhm. Unbedingt. Ja, sehr gerne. Also, ich arbeite innen und draussen. Es hat mit Veränderung zu tun und es macht riesen Spass. Innen und draussen, Veränderung und macht Spass? Ja. Könnt ihr damit etwas anfangen? Architekten. Häuser umbauen? Ja, umbauten, hätte ich jetzt auch gedacht. Nicole wird definitiv nicht in einem Bauernhaus wohnen. Also einem Neubau, was vielleicht gerade frisch gebaut ist oder komplett neu renoviert ist, sehr modern, mit dem Zeitmiet, das glaube ich schon, ja. Es fehlt uns aber noch jemand, und zwar an zweitäußerster Stelle. Es ist Stefanie. Herzlich willkommen. Hallo, heute zusammen. Hallo, sie ist Stefanie. 45 und sie ist Expertin für Anästhesiepflege. Genau. Da können wir uns immerhin konkret etwas vorstellen. Also Anästhesie ist die Narkose. Genau. Und was machst du da genau? Also ich arbeite eigentlich meistens im Operationssaal. Und wir machen Narkose mit Patienten, die operiert werden. Und ich betreue die vom Moment, wo sie einschlafen. Und du sie überwachen, schaue, dass sie keine Schmerzen haben und wirklich schön schlafen. Und in welchem Spital bist du? Das ist jetzt eine ganz fiese Frage. Aber sie fällt natürlich nicht darauf hin, das ist klar. Aber das heisst, du hast ein ganz gutes Sensorium. Du siehst die Leute auch, wenn sie schlafen, nur schon anhand von Regungen an, ob es noch gut geht oder nicht. Ist das so ein bisschen deine Taktik? Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass ich so ein bisschen das Gespür habe, einfach so ein bisschen, wie die Leute sind und was sie brauchen, gerade so ein bisschen in dem Moment. Aber ich weiss nicht, ob ich das denn so wirklich alles umsetzen kann. Stefanie finde ich eine sehr sympathische Frau. Ich schätze sie ein, dass sie die Mami sein von ein paar Kindern und in einem Einfamilienhaus wohnen, wo auch vielleicht ein bisschen farbig ist. Eine tolle Runde. Ich freue mich vor allem, dass wir jetzt schauen, wie es bei Ihnen daheim aussieht und wo unsere Reise in der Schweiz losgeht. Das zeigen wir euch jetzt. Wir starten in Untersee im Berner Oberland. Untersee ist die oberste Stadt an der Aare und direkt zwischen dem Thuner und dem Brienzersee neben Interlaken. Z Untersee geboren ist auch der Schriftengestalter Adrian Frutiger. Seit 2003 sind alle Autobahnschilder in der Schweiz mit seiner Schriftart Astra Frutiger beschriftet. Unser erstes Objekt ist aber nicht an der Autobahn, sondern in einem Wohnquartier. Da besuchen wir ein Kubushaus. Willkommen an unserem ersten Objekt. Wir stehen schon davor, und zwar ist es hier ein Kubushaus. Und ich habe einen Schlüssel. Bevor ich den aber aushändige, möchte ich sagen, es lohnt sich, gut aufzupassen und richtige Tipps abzugeben. Weil wer am Schluss am meisten richtige Zuordnungen hat, der gewinnt. Und zwar zwei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Giardino in Ascona. Und jetzt darf jemand den Anfang machen. Wer möchte das Kubushaus aufschliessen als erstes? Ja, dann brichst du. Machst du gerade? Ja. Also gut. Und ihr dürft hinten rein. Schliesslich wollt ihr nichts verpassen. Gute Besichtigung. Im Inneren empfiehlt einem ein farbenfrohes und modernes Ambiente. Oh, wow. Schön, hä? So schöne Farben, wow. Ganz farbig. Ja, vor allen Dingen so mega cool eingerichtet.
Und gleich ist es passend. Also ich finde, es ist farbig, aber es passt. So. Ja, schaffst du. Es ist ein bisschen Ton in Ton. Oder? Das ist bequem, so viel, ja, würde ich sagen. Ja, das ist ein Schätzchen in Indien. Ja, das ist super. Der Fernseher fehlt dir nur noch. Ja, sehr ah, ja. Stimmt, kein Fernseher. Ja. So die Aussicht. Mega schön. Ich glaube, da braucht man keinen Fernseher für, oder? Ja, das stimmt. Ja, also, das ist traumhaft. Das ist eine Sache. Also, wenn ich herauslesen könnte, was für eine Aussicht, dann würde ich glaube, genau die auswählen. Das ist wunderschön. Da brauchst du keine Bilder oder sonst irgendetwas. Beim Eck- und Panoramafenster hat sogar noch mal eine Sitzgelegenheit. Ja, ich gehe auch in diese Ecke hin. Sieht auch noch bequem aus, der Sessel. Ja, schöner Rücken. Also, da könnte man ins Apéro trinken. Ja, da wäre ich. Ja, wo ist der Prosecco? Prosecco, bitte. Also, ich bin auf dem Bänkli gehockt, dort war es nicht ganz so bequem. Aber ja, es ist noch herzig, also wirklich so ein Apéro-Eckli. Aber schaut gleich mit den Vorhängen. Obwohl es so offen ist, man hat gleich Privatsphäre, die kann man durchziehen. Schön. Ja. Ich weiß nicht, ob mich das ein bisschen stören würde, wenn du so ausgestellt bist. Oh, ich mag das mega gerne. Hast du gern? Oh ja, ja. Ich liebe große Fenster, das ist total schön. Ja, ja, da hast du viel Licht, oder? Das ist wirklich toll. Ja. Und abends kannst du ja zutun. Und man kann sich vor dem Schminken gemütlich machen. Das ist Deko, das ist nicht zum Brauchen. Ah, meinst du nicht? Nein, ist so schön. Ja. Ah, das ist gar nicht. Ja. Das ist da zum Brauchen. Schön. Das wäre schade, weil das wird brauchen. Es ist ja so abgeschliffen. Ja. Ja. Total schön. Das ist noch so rau. Ja. Macht es heimelig und schön. Ja. Separat vom Wohnzimmer ist die Küche und das Esszimmer, die auch reduziert und skandinavisch eingerichtet sind. Aber da hat man andere Farbakzente gesetzt. Hat sie den Stegen auf? Ja. Schaut mal das Bild, wie sich die ganzen Farben wiederholen. Oh ja. Pfeffer, Salz, Mülli. Mhm. Das ist mega schön. Das sind jetzt ein bisschen mehr Pastelltöne hier. Mhm. Ja, es ist schon anders. Das sind nicht so die knalligeren. Aber es hat sehr eine neutrale Grundlage. Wenn die Accessoire wegnehmen würdest, könntest du ein ganz anderes Leben reinbringen mit anderen Accessoires. Das ist mega, mega gut gewählt. Mhm, gefällt mir sehr gut. Ja. Ja, es sind recht viele Stühle hier. Ja, für 10 Personen, da möchten auch noch mehr dran. Ja. Wer hat doch hier eine Grossfamilie? Wie ist das bei dir? Oder für dich. Das ist auch schön. Ja. Und dort haben wir wieder Vitra. Ah, kennst du das? Ja, die passt zu der Garderobe im Gang. Mhm. Schön. Sie hat sich so ein bisschen durch, sie hat das Konzept dahinter. Würde ich sagen, ja. Also ich habe das Gefühl, Nicole hat recht Ahnung in diesem Haus. Und sie hat also gewirkt auf mich, als wäre sie nicht das erste Mal in diesem Haus. Da ist noch wie eine Bar, he? Ja. Das ist doch cool. Wer passt euch am besten von uns aus der Bar? Ja, nehmen wir mal los. Dann gehen wir mal drauf. Selin? Ja, komm. Also. Ja. Doch, also da. Also wir würden es so auch passen. Das ist total schön. Halbschwebende Drittelemente führen in Oberstock. So der teilweise verpönt Klötzli-Parkett ist da mega schön umgesetzt. Ja. Ach, Klötzli-Parkett nennt man das. So. Du weißt doch mega. Ja, du bist entweder. Weißt du vom Haus Bescheid? Oder? Du kennst du einfach aus. Ja. Es ist vom Fach wahrscheinlich. Ja. Schön. Ich habe einfach sehr schön gefunden, dass er auf eine moderne Art und Weise geleitet ist. Nicht so, wie man ihn von früher kennt. Und ich finde, es ist ein perfekt schöner Boden. Ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, wow. Wow. Da ist jemand. Was ist der Star Wars? Lego-Fan. Oh, ja. Etwas gebrochen. Aber es ist noch herzig. Das so als ein Erinnerungsstück zu behalten. Ja, weil es nachher drin ist. Ja, genau. Schaut man es dann lieber wieder an. Ja. Vom Alter her könnte es so 10 sein oder so. Kennt man schon Star Wars. Vielleicht hätte er einen älteren Bruder schon ein bisschen anschauen. Und es sieht sehr aufgeräumt aus. Auch im nächsten Zimmer legt jemand Wert auf Ordnung. Und noch etwas fällt auf. Männerpflanze. Aber ich sehe es schon ein bisschen. Muss man vielleicht
nicht viel Wasser. Gell? Aber es sieht aus, als hätte sie gar kein Wasser. Du hast doch zwei. Ja. Ist es ein bisschen... Vielleicht ist eben die Mami gerade fort und gibt ja kein Wasser. Wahrscheinlich hat er mal eine Pflanzenweller und dann güsst er sie vielleicht nicht so gerne. Darum ist die Männerpflanze nicht. Also, ich habe es noch lustig gefunden. Ich habe nicht schon wieder ein Kinderzimmer erwartet. Nein. Das wäre das Kinderzimmer Nummer 3. Aber diesmal ist ja ein Mädchen. Ja. Hallo. Grüezi wohl. Im Mädchenzimmer haben wir tatsächlich sehr viel zum Thema Katze gesehen. Ich glaube, sie wünscht sich eine. Aber ich glaube nicht, dass schon eine da ist. Ich habe kein Katzentier gefunden oder gesehen. Das Bett ist jetzt auch nicht so jung, oder? Ja, noch schwierig zu sagen. Ich glaube, das geht für ein kleines, so für einen Teenager. Ja. So ein Unverlederungs. Ja, mega. Nagulack. Das ist ja schon. Das hat auch schon das Kleine. Natürlich mit Glitzer, sehr schön. Trägst du gerne Glitzer? Du hast ja auch Nagellack. Hast du auch Glitzer? Ja, siehst du da Glitzer? Ja, jetzt nicht. Ich bin jetzt so der Glitzertyp. Aber zur richtigen Gelegenheit vielleicht. Mm. Und bei dieser Gelegenheit schauen wir doch gerade eins weiter. Und man staune. Ah, oh. Nochmal ein Kinderzimmer. Hei, hei, hei. Da wohnen aber viele Kinder. Ja, vier Kinder ist ordentlich viel. Also, verstaunt, dass nochmal ein Zimmer kam mit einem Kind und nochmal ein Kinderzimmer, nochmal ein Kinderzimmer. Das hat mich sehr ein bisschen baff gemacht. Und auch wieder Tapeten. Ja. Also, die sind wirklich lässig. Ja, sehr stimmig, alles auch wieder überall Sichtbeton. He? Genau. Wo sich wieder hält. Ja, da ist ein Konzept dahinter. Ja. Haben Sie lange gehabt, bis er das... Ja, gell, das willst du jetzt gerne wissen. Ja. Ich glaube, du bist doch Unternehmerin, oder? Und machst viel Konzept. Betondeck ist wirklich auch schön. Ja, so von meiner Einschätzung her könnte ich mir eben gut vorstellen, Nicole, dass sie vier Kinder hat. Sie ist so ein bisschen eine Powerfrau und für vier Kinder braucht es ziemlich viel Power. Vielleicht wohnt auch Pia da. Ja. Könnte ich mir jetzt auch noch als Mami vorstellen von mehreren Kindern. Ja. Pia könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da... Das war auch Claudia, oder? Ja, Claudia. Bist vielleicht noch fast ein bisschen jung. Ja, ich fast jung, ja. Du ja eigentlich auch in dem Fall. Ja, aber irgendwie bist du gleich eine Mami. So. Siehst du mich? Ja, du bist wie eine Mami, finde ich. Ja, mich gefragt, ob es die eigenen sind oder vielleicht sogar noch ein paar Pflegekinder in der Familie sind. Aber vier Kinder ist viel. Ist tough, Chapeau. Und eins weiter haben wir. Nein, kein Kinderzimmer. Das ältere Schlafzimmer hat aber auch ein verspieltes Ambiente mit einem schönen Zusammenspiel von Vintage und Design. Da kann man sich drauflegen. Was die Lakaien? Schau, wie weich das ist. Sag ich's mal. Ja. Okay, eins, zwei, drei. Okay, weich ist es nicht. Stehst du wieder auf, oder? Oh, die finde ich auch mega cool. Ich finde das ein bisschen gruselig. Ja, es ist ein bisschen gefürchtig, aber ich habe gerne so Sachen, so ein bisschen schräg. Ja. Wo nicht so ganz ins Konzept passen. Und mit dem Hut. Ich könnte mir da den Hut noch aufsetzen. Vielleicht ist es ein bisschen weniger. So, schau mich nicht an. So, ist besser. Ja, wenn man zu viele Horrorfilme geschaut hat, dann... Machst du das in dem Fall? Früher ja. Okay. Jetzt nicht mehr. Ob Gruselfilm oder Unterhaltung, es hat also doch einen Fernseher. Oder fast sogar ein Heimkino mit diesen Sesseln. Wollen wir das mal testen? Das sind so wie Kinosessel, oder? Ja, ich glaube, das sind, oder? Ich sitze da drin. Was wollen wir schauen? Wir wohnen wo? Das Bad sieht gerade ein bisschen Hollywood-mässig aus, mit dieser glitzernden Mosaikwand und einem modern interpretierten Kronleuchter. Da badet jemand gerne. Oh ja. Ja, das ist eine grosse Badwanne. Mhm. Die würde mir jetzt auch noch gefallen, die Badwanne. Die ist sehr schön. Das ist ja der Hammer. Also die Badwanne. Ich persönlich bade eigentlich nicht so gern, aber ich glaube dort innen schon. Das Mosaik. He? Aber es ist auch hier wieder wie unten. Die Farben nehmen sich mega zurück. Mhm.
Ja. Und die Dusche ist gleich. Auch mit diesen Plättchen. Oh, schön geräumig. Ja, mega gross. He? Ein bisschen Wellness. Mhm. Schön. Ja, sehr stimmig hier. Mit schönes den Farben. Detail, ja. Hallo zusammen. Kommt doch mal ein bisschen Nähe. Ei, ei. Ja, nehmen Platz machen, das ist bequem. Bei mir daheim. Ja, das erste Objekt habt ihr dürfen anschauen. Der Eindruck. Wunderschöne Farbe. Fantastisch. Ja. Ja, so das fröhlichste Heim. Könnt ihr dem Fall alle hier wohnen von euch? Ja, 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 würde ich sofort einziehen. Ja. Mir gefällt's. Kann man schon etwas ausschliessen? Kann man sagen, nein? Der Mann in der Runde schliessen wir raus. Genau. Es muss eine Frau hier daheim sein. Voilà. Liegt ja auf der Hand bei dieser Konstellation. Und auf der Hand liegt auch ein Joker. Ihr wisst, es gibt immer eine Schätzfrage. Wer am nächsten dran ist, bekommt einen Hinweis zu dieser Person, die hier daheim ist. Muss nicht zwingend ein Vorteil sein. Manchmal verwirrt es einem mehr, aber manchmal hilft es einem auch tatsächlich, ein bisschen weiter auf die Schliche zu kommen, wer hier daheim ist. Also, es geht um etwas, das ihr im Blick habt. Und zwar das Schminen. Da hinten steht es. Es ist Sichtbeton, dementsprechend auch ein Gewicht. Man hat es vorfabriziert und dann eingestellt. Darum kann man das Gewicht relativ aufs Kilo genau benennen. Und diese Anzahl Kilo hätte ich gerne. Also mit anderen Worten, wie schwer ist der monumentale Beton? Nicole, bist du gut im Schätzen? Ich würde sagen 960. 960 Kilo, das ist dein Gebot, Stefanie? Ich würde sagen 3000 Kilo. 3000 für Stefanie. Melanie? Ich sage mal 1500. 1000, du gehst in die Mitte, hä? Claudia, drüber, drunter, mit drei. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ja, komm mit, seid ihr noch nie etwas mit Beton? Darf ich mal heben? Kannst gerne mal herstehen. Zweieinhalb. Zweieinhalb? Mhm. 2500. Pia, du hast das letzte Wort. Wo sollen wir dich her tun? 4500. Pia, oben raus. Jetzt wolltest du aber wissen. Probier es mal. Ich habe keinen Plan. Kein Plan. Nein. Die Jokerfrage war, wie schwer ist das Betonschmine? Es ist ein Element und hat doch ein bisschen Gewicht. Geschätzt worden ist von knapp 1000 bis 4500 Kilo. Und das grösste Gebot gewinnt. Es ist nämlich schwer, das Betonschmine 7015 Kilo. Und damit am nächsten dran ist Pia. Oh. Und damit bist du fast in der Hälfte, aber immerhin am nächsten dran. Immer noch zu wenig, hä? Pia, ja. Herzliche Gratulation. Erster Joker verdient. Danke schön. Also ich habe auf dem Foto eine Filmrolle gesehen mit der Schere. Also irgendjemand scheint da Filme zu schneiden. Vielleicht noch ein bisschen Cutte in Freizeit oder Videofilme drehen, keine Ahnung. Du darfst mir wieder geben. Ich darf ja, dich verwahren. Sehr gerne. Pia, was können wir deinem 50er entnehmen? Was ist denn? Ja, das wüsstet ihr jetzt gerne. Es ist wahrscheinlich ein Hobby, aber eins, das ich überhaupt nicht dieser Person gegeben habe, die da. Ich habe etwas ganz anderes erwartet. Also, was hättest du erwartet? Irgendetwas Sportliches. Und mit Sport hat das jetzt gar nichts zu tun, oder wie? Mir dünkt es nicht, nein. Aber wie gesagt, ich bin mega durcheinander. Ich hätte es lieber nicht gesehen. Gut, denkt daran, sie ist Kommunikationsfachfrau. Es kann natürlich auch Taktik sein, von ihr zu sagen, das würde euch gar nicht helfen. Ja, also wenn sie es schon mitbringt. Ist eigentlich gut so. Ja. Wenn wir es gar nicht wissen. Vielleicht, wenn sie es schon so sagt, sind wir selber irritiert. Ich könnte sie mal genau erklären. Wenn ich mir ja Pia auch noch vorstellen in diesem Haus, könnte das durchaus eine Taktik sein. Grossartig, Pia. Beim nächsten Joker, wenn jemand gewinnt, würde ich einfach sagen, es bringt euch nichts, seid froh und niemand fragt etwas. Super, das war das erste Objekt. Wir gehen zum zweiten und ich verrate noch schon etwas. Es wohnt eine Frau dort. Ja. Der Bus ist auch bereit. Steigen wir ein und fahren los. Kommen wir mit. Ja, wer könnte in diesem Kubushaus in Untersee wohnen? Genießt da auch die Projektleiterin Claudia die fantastische Aussicht? Oder hat Drogistin Melanie es gerne farbig? Oder schlaft Unternehmerin Nicole mit einer Schaufensterpuppe im gleichen Zimmer? Vielleicht führt dort Kommunikationsfachfrau Pia hier die Schmine an. Oder möglicherweise wohnt auch die Expertin für Anästhesiepflege, Stefanie, da mit ihren vier Kindern.
Vom Oberland geht es in die Kantonshauptstadt nach Bern. Im Süden der Stadt da liegt das Wiesensteinquartier. Das war früher ein Arbeiterviertel, wo vor allem die Eisenbähnler gewohnt haben. Weil der Wunsch nach einem eigenen Häuschen gross war, haben sie eine Baugenossenschaft gegründet und vor 100 Jahren ist hier eine familienfreundliche Gartenstadt entstanden. Das Patrizierhaus mitten im Quartier, das gehört auch da dazu und bildet sozusagen das Herzstück. Heute gehört die genossenschaftliche Gartensiedlung zu einer der bedeutendsten in der Schweiz und steht unter Denkmalschutz. Und in so einem Reihenhäuschen wohnt auch jemand von unseren 5 Kandidatinnen. Willkommen in der Stadt Bern. Da sind wir schon im Quartier und stehen schon mitten vor unserem nächsten Objekt. Und zwar ein Reihen-Einfamilienhäuschen. Und der Schlüssel bekommt die Person, die aufsperren möchte. Bitte, dann darfst du voraus. Und alle anderen hinten rein. Danke. Bitte, da geht's rein. Oh, wow. Die Hände desinfizieren. Mhm. Aber das ist mega cool gelöst, an diese schwarze Ecke. Wo sitzt? Was ist der herzig? Ja, total. Das Gespenst. Das Gespenst muss sich im Spiegel anschauen. Ja. Das Wohnzimmer ist im nordischen Stil eingerichtet. Ganz hüge, wie man auf Dänisch sagt. Also gemütlich und herzlich. Also, es ist auch sehr farbig, finde ich. Aber so ein bisschen anders farbig. Gedeckter, pudriger, aber sehr schön. Ja. Es ist sicher eine Stuhlliebhaberin, die in diesem Objekt wohnt. Und die Farbkombinationen, so ein bisschen in diesen Rosa- und Pastelltönen, finde ich wirklich sehr schön. Ja, es ist bequem. Ja. Da kann man sich auch wohlfühlen. Ich nehme gerne einen Kaffee. Okay. Ja, gehst du eins holen? Genau, wer trinkt Kaffee? Also es könnte auch jemand sein, der selber malt. Ja, weil das denke ich mir sehr vom Malstil her sehr ähnlich. Tust du gerne malen, Nicole? Ja, also wenn ich das so könnte, wäre das schön, ja. Ja, ich bin kunstaffin. Mir gefällt das, wenn man Wände gestaltet mit Kunst, Objekte auf schönen Möbeln ausstellt. Das untere, ist das ein Fernseher oder ist das noch so ein Kabel? Das sieht nach Fernsehen aus, ja. Ja, wenn jemand gerne Bilder hat, ist das perfekt. Wenn man mal die Bilderwand auswechseln kann, kann man bei diesem Fernseher etwas anderes dran tun. Du passt eigentlich noch gut rein mit dem Jäckchen von der Farbe. Ja, schau dir. Bevor ich denke, Farben sind Also, das gefällt mir sehr. Assortiert. Ja. Aber es ist echt so, dort so runterlassen. Das ist auch so ein ganz feiner Draht. Ist das Pflanzen? Ah, ja. Ja, die wachsen eigentlich ohne Wasser, nur mit Feuchtigkeit. Okay. Ja. Du weißt aber Bescheid. Ja. Das Pflanzen. Dann sprichst du die so an und dann so machst du das. Ja. Manchmal hat man Glück und dann wächst sie weiter und manchmal hat man nicht so viel Glück und sie stirbt. Und jemand fährt auch noch gerne Velo. So wie ich das hier sehe. Ja. Ja. Stehen auch draußen ein paar. Genau. Mhm. Und das hier? Tokio. Aber was ist denn das da? Das ist der Fuji dort, oder? Ja, genau. Es ist sogar angeschrieben. Ich habe gedacht, wieso weißt du das? Jemand hat vielleicht Bezug zu Japan. Mal schauen, was die Frauen für Partnerinnen oder Partner haben. Wäre noch spannend. Aber ja, ist noch schwierig zu sagen. Es hat auch einfach gut ausgesehen. Vielleicht gibt es in der Küche ja weitere Hinweise auf Japan. Es hätte da schon etwas, aber die beiden konzentrieren sich lieber auf das, was sie verstehen. Das ist eine Wandtafel. Fühlt euch wie zu Hause und schnappt euch ein Mandel. Mandelbär? Ja. Ah, schau, da hinten sind sie, Mandelbärli. Was mache ich jetzt im Fall gerade? Ja, brauche ich ein bisschen Zucker. Ja. Das ist das Schoki. Und da hinten ist auch noch. Das ist dann lässig. Also, du noch alles wieder schneiden. Genau. Zuerst ein Kaffee. Also, das ist eine sehr stylische Küche.
Was mir sehr gut gefällt, sind die Wandtafeln oder die Wände, die mit so einer Wandtafelfarbe bemalt sind. Gefällt mir. Ich finde es lässig, wenn man sich irgendwelche Notizen herschreiben oder irgendwelche Sätze. Es ist mega sortiert, es zieht sich so durch. Ja. Also auch mit Holz und Glas. Irgendetwas ganz Dreckiges dort. Dreckiges Glas. Ah ja. Ist das Glas nicht so hart? Irgendwie ein Farbglas, das man vielleicht malen kann. Ein Stilbruch. Das könnte ja sein, weißt du? Wir haben das Gefühl, dass da jemand malen kann. Vielleicht ist das so ein Wasserglas zum Malen. Lustig, dass es da ausgestellt ist. Ja. Wenn es sonst so. Stimmt. Passt nicht. Nein, es passt irgendwie nicht. Ich finde die Kaffeemaschine mega schön. Mhm. Die würde ich auch so gut nehmen. Ohne Shishi. Ja, die Pia hat die Kaffeemaschine so bewundert. Ja. Also auch dort könnte ich mir vorstellen, dass es eine Pia ihre Kaffeemaschine ist, weil sie wirklich sehr grossen Wert auf eine schöne Kaffeemaschine legt. Ja, Kaffee muss einfach sein. Und wenn er noch aus so einer schönen Maschine kommt, wahrscheinlich doppelt fein. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Und nicht nur durch den Holztisch und die stimmungsvollen Stühle gibt es einen gekonnten Bruch. An dieser Ecke gefällt mir sehr gut. Das ist lustig, das Neon zieht sich auch so ein bisschen durch. Aber es wird nicht zu viel. Es ist Neon, aber es ist nicht zu viel. Ja, weil dort im Türrahmen, schau mal, ist auch Neon. Ja. Es ist wirklich und da unten, es ist wirklich immer so. Noch knarren die Zähne hinterher, wenn wir da runterkommen. Ja, hier kann man auch nicht leise hoch. Nein, wenn der Sport vom Ausgang heimkommt, das hörst. Ja. Wow. Mega schön. Im Schlafzimmer zieht sich das Farb- und Materialkonzept weiter. Ganz ein tolles Zimmer, wieder mit diesen Farbtönen. Ja, schön. Alles stimmig. Und die gleiche Tagesdecke, wie im Kubushaus. Genau. Ja. Auch ähnlich im Stil, von den Farben her. Mega. Das ist eine coole Lampe, voll flauschig. Ja. Wollen wir ein kleines Nickerchen machen? Ja, genau, Mittagsschläfli. Ah ja, da scheint einem noch die Sonne ins Gesicht. Ja, voll. Zu mir würde es hier noch passen. Auf jeden Fall. Das Sonnen- und lichterflutete Schlafzimmer, das hat natürlich gerade eingeladen, um dort mal aufs Bett zu legen, wie sich das anfühlt, wenn man am Morgen von der Sonne geweckt wird. Da könnte ich mir also auch vorstellen, zu verwachen. Das gefällt mir dort, das Bild. Das sind Frauenschuhe, hä? Ja, das ist mega lässig. Auch wieder so wie... Meinst du wieder den gleichen Stil, ja? Irgendwie schon, ja. Ja, so von der Pinselführung her, würde ich also auch sagen. Mhm. Wiederholt sich alle ein bisschen, gell? Ja. Ja, ja, sieht man noch ein bisschen das Grüne. Oder die schönen Gärtchen, ja. Ja. Auch einen schönen großen Garten. Ja. Oh, Kinderzimmer. Ja. Welches Kind echt da innen oben seine Aufgaben macht und Sport interessiert ist? Ja, ich bin Fan. Ja. Das Wunder in Bern eigentlich. Was denkst du, wer ist noch so ein bisschen fußballaffin? Ja, das ist noch schwierig. Also, so spontan könnte ich mir Melanie vorstellen. Ja. Gell? Also, weißt du, also, mit dem Kind. Also, ich könnte mir so. Ich habe das Gefühl, es passt an Melanie. Ja. Das ist ein ganz anderes Lego, als wir im ersten Objekt gesehen haben. Ja, ich habe das Gefühl, das ist älter. Ja. Ja, das kannst du vielleicht gar nicht mehr kaufen. Ja. Das ist schon fast ein bisschen vergilbert. Was mir sehr gefällt, ist der Stuhl. Ja, der ist cool. Das ist ganz testen wir doch. Ja, komm, jetzt bin ich so blau. Und ist er bequem? Es geht nicht so. Küssi ist im Weg. Aber ich kann es ein bisschen gehen. Das ist auch ein Stuhl, gell? Aber es ist ja ein Kinderzimmer. Ja. Vielleicht für das Kind ist es dann richtig bequem. Also ich kann mir das Kind auch so die 4., 5. Klasse vorstellen. Es ist nicht ganz ein kleines Kind, ein bisschen ein älteres Kind, aber auch nicht wirklich irgendwie in der Oberstufe oder so. Schau mal dort E. Ah ja, das ist so eine Ziffer. Der Elias, oder? Ja. Enea. Ja, der Fußballfan. Ja, es wird schon zu der Melanie passen.
Hast du das Gefühl? Ja, wirklich habe ich das Gefühl. Dann geht es noch weiter. Das ist aber eine steile Treppe hier hoch. Ja. Das ist etwas sportlich, he? Ja. Claudia, kannst du da? Ja. Vielleicht. Und wieder? Oh. Ja. Ja. Sehr das muss blumen. Vielleicht doch jemand, der hier wohnt. Also die gefallen mir alle sehr, sehr gut. Ja. Sehr schön. Schöne Farbe. Mhm. Also wenn ich nicht schon in dem Haus wohne, dann muss ich mich also schlau machen, wer dass die Bilder gemalt hat, weil sehr, sehr spannend. Spannend geht's oben weiter. Wohnt euch da ein Teenager, der unter dem Dach die Privatsphäre genießt? Also die Familie ist auch sehr sportlich. Ja. Hm? Wieso meinst du? Das sind die Medaillen. Das ist wahrscheinlich schon ein Teenageralter, oder? Ja, schon so viel Kosmetik da. Das könnte jetzt meine Tochter sein. Ich als Drogistin habe natürlich gerne da die Schminksachen und Duschmittel. Ja, du sagst es richtig. Ich hätte gerade an dich gedacht. Bringst du immer wieder etwas heim, wenn es etwas Neues gibt? Genau, dann kann sie das natürlich ausprobieren. Genau, ja. Mami, könntest du noch? Also, ist klar. Also meine Tochter würde sich da sicher wohlfühlen in diesem Zimmer. Und vielleicht stundenlang Zeit im Bad verbringen. Badzimmer. Badwanne mit Aussicht. Wunderschön, um das Feist. Das ist gut aufschauen. Hast du noch Zuschauer? Das ist super. Die runde Frau. Ob da die Pia echt alle badet? Ich bin ein totaler Duscher. Sonst würde ich gar nicht aus der Badwanne rauskommen. Duschen geht ruckzuck. Und das ist super. Sieht nach einem Porträt aus. Ja. Ja, wenn bleicht sie? Zeig mal. Ja, so die grossen Augen. Ja. Wenn du aus dein Töchterli sein. Ja. So, noch einen kleinen Snack vorbereitet. Mandelbärli. Wobei, ich bin nicht der Einzige mit dieser Idee, scheinbar. Aber es ist einfach eine doppelt gute Idee, oder? Jetzt gibt es für alle zwei zur Stärkung. So, kleine Zwischenverpflegung. Hallo, oh, ihr seid noch am Schauen. Nehmt Platz, es gibt ein bisschen etwas. Feins, hoffe ich. Also, ich muss zugeben, ein Teller ist von der Person, die hier wohnt. Und ich hatte die gleiche Idee. Also von dem her gibt es jetzt eine doppelte Ladung. Also danke schon mal an die Person, die hier daheim ist. Und natürlich habe ich nicht nur Mandelbärli mitgebracht, sondern auch einen Hinweis zu der Person, die hier wohnt. Es gibt einen Joker. Wie immer, wer am nächsten dran ist bei der Schätzfrage, der bekommt einen zusätzlichen Tipp. Wer wäre froh, dass er den Joker holt hier? Ich? Ja. Schon, oder? Ja. Ich will keinen Joker. Du willst keinen mehr? Nein, der verwirrt nur. Gut, dann musst du einfach schlecht schätzen. Ist gut, gib mir Mühe. Die Chatfrage ist, wie viele Bilder und Poster gibt es hier im Reihenhäusli? Und zwar auf allen Ebenen zusammenzählt, das Total. Pia, weil du es ja nicht willst, darfst du einfach anfangen zu schätzen und kannst mal... Ja, müsstest jetzt schon alle haben. Alle 16. 16 für dich. Stefanie? Ich würde sagen 37. Mhm. Melanie, du? Sagen wir 50. 50. 36. 36, also eins weniger als Stefanie. Und noch Claudia? Machen wir mal 25. Die Person, die am besten geschätzt hat, ist genau 5 Bilder daneben. Richtige Antwort war 42. Und mit 37 am nächsten war Stefanie. Super. Gratuliere. Haben wir dir auch gewünscht? Ja, eben. Du darfst etwas zusätzlich anschauen. Oh. Ein Hockeyschläger. Hockeyball. Es muss irgendwie ein Sport sein, ich weiß nicht, vielleicht vom Kind oder von dieser Person. Ich finde, man muss sehr sportlich sein, glaube ich, wenn man Hockey spielt. Und wenn man in einem gewissen Alter noch Hockey spielt, glaube ich, dass man wirklich dem Sport auch verfallen ist, dass man das gerne macht und wahrscheinlich auch schon lange macht. Und dann dachte ich, Melanie, kann ich mir vorstellen, dass Hockey spielt und bei der Melanie im Alter und
dem vielleicht 13-jährigen Mädchen passt irgendwie auch nicht. Es hat mich wirklich verunsichert. Also, bei mir mischelt sich alles wieder ein bisschen. Also, ich muss jetzt das nächste Objekt anschauen. So, bin wieder zurück. Aha. Und was hast du gesehen? Ja, also, bringst du es mit? Ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt mir gleich. Weil bei dir beim ersten Objekt, also, ich bin völlig verwirrt. Aha. Du hast ja gesagt, ich will ihn nicht mehr. Also, ich will ihn auch nicht mehr. Fertig. Ich schätze jetzt falsch. Also, vielleicht hätte er ja dir nichts gebracht, aber uns würde es vielleicht etwas bringen. Ich glaube im Fall nicht. Ja, das darfst du gerne sagen. Also, ich gebe dir einen Tipp. Es hat etwas mit einem Hobby zu tun, wo ich finde, passt nicht zu der Person, die ich gedacht hätte, die wohnt hier. Passt überhaupt okay. nicht. Okay. Einerseits kann ich mir vorstellen, dass Stefanie in diesem Gebäude wohnt. Andererseits habe ich ihr genau ins Gesicht geschaut, als sie das gesagt hat. Und wenn das wirklich gespielt war, dann bravo. Weil das ist sehr, sehr echt übergekommen. Trotzdem, es ist auch Zeit, um eine erste Bilanz zu ziehen, nach dem Kubushaus und hier nach dem Reihenhaus. Melanie, passt da schon jemand rein in die beiden Objekte für dich? Ja, auf jeden Fall. Ich habe da schon meine Favoritinnen, die hier und im Kubushaus wohnen. Wie viele? Ja, eins, zwei schon pro Objekt. Ah, doch noch zwei pro Objekt? Ja. Es kristallisiert sich jetzt schon noch ein bisschen raus. Mhm. Claudia, wo steckst du in deinem Findungsprozess? Ich habe zwar auch meine ein, zwei Favoritinnen, aber schwierig. Pia, wir gehen gleich weiter. Was wünschst du dir? Was willst du noch sehen? So etwas verspielt, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. So etwas mit mehr Shishi, wo man steht. Shishi willst du? Etwas romantischer, ein bisschen Röseli, ein bisschen Schnörkel. Das ist jetzt auch so recht reduziert. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das kommt noch. Wenn du jetzt an, wenn du auf Shishi tippst. Das nehme ich auch wunderbar. Zieh den Joker. Gut, den gebe ich dir. Das ist okay. Den musst du noch nicht auf den Test rauslassen. Das ist super. Wenn die fünf bis jetzt würden, woher tun, das schauen wir uns im ersten Zwischenstand an. Im Moment sieht es so aus. Im Kubushaus in Untersee sagen drei, die Nicole wohnt dort. Jemand tippt auf die Pia und jemand auf die Stefanie. Im Reihenhäuschen in Bern sieht jemand Nicole, jemand Pia und drei sagen, Stefanie könnte dort daheim sein. Es ist zwar sehr schön und bequem hier, aber wir haben noch einiges vor uns, drei Objekte, die warten. Nehmt noch eine Stärkung mit, bevor wir unterwegs sind. Ein bisschen Proviant einpackt, den könnt ihr auch noch brauchen. Bis zu Pia. Merci vielmals. Und der Rest ist für mich. Kommen wir mit, ich teile dann schon noch ein bisschen. So, liebe Gäste an Bord, es ist ein fantastisches Wetter. Es macht doppelt Spass, auch in der Schweiz zu fahren natürlich. Und darum pfeifen wir jetzt eins miteinander. Könnt ihr pfeifen? Also, wir machen es ein bisschen koordinierter. Always look on the bright side of life. Oh Gott. Wir sind gemischter Chor, die Hälfte kann pfeifen. Unser dritter Halt ist das Aesch, und zwar das im Kanton Zürich. Aus dem früheren Bauerndorf ist mittlerweile eine gemischte Agglomerationsgemeinde geworden. Zum typischen Ortsbild gehören die Riegelhäuser. Und das Türmlihaus ist eine der bedeutendsten Bauten im Dorf. Das Landhaus, das wir jetzt besuchen, war eines der ersten Häuser im Dorf und ursprünglich als Gasthof gebaut worden. So, willkommen hier im Kanton Zürich. Und wir stehen vor einem schönen alten Landhaus. Das ist so der Eindruck aussen. Und weil es hier aussen relativ kühl ist, gebe ich euch sofort den Schlüssel, wer möchte. Melanie? Gerne, ja. Also bitte, dann geht's rein, ab an die Wärme. Wow! Die Stege darauf geht es ins Herzstück des Landhaus. Oh, wie grosszügig. Das ist denn lässig. Das Fachwerk sieht man hier von innen. Und das Interieur ist im Bohemien-Stil gehalten. Oh, und schaut mal hier. Das ist ein Schaukelstuhl. Schau, schau. Schau, schau. Soll ich dir angeben?
Hebt euch das so? Ja. Achtung, Bein rauf. Ja, also doch. Da könnt ihr eigentlich bleiben, wenn ihr selber weiter schaut. Ja, genau. Wir holen dich nachher wieder ab. Das ist der Eingangsbereich mit dem hängenden Stuhl, das ist fantastisch schön. Das Licht, das durch die doch eher kleinen Fenster reinkommt, ja, das wird mir sehr gefallen. Das war jemand kreativ. Das ist das ein Hobby von jemandem von uns. Mhm. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist so geduldig. Die Hirschgeweihe, denke ich schon, dass es jemand selber gemacht hat. Von den Kandidaten ist es sehr schwierig einzuschätzen, wer das gewesen ist. Und auch das Regal. Ja, ist das selber geknüpft? Das ist sicher selber geknüpft. So ein bisschen Shabby-Chic-Style. Sehr modern. Ja, jetzt haben wir das Verspielte, wo du im letzten Objekt gesagt hast, was du willst. Finden die fünf echt noch mehr Hinweise? Ich frage mich, ob das ein Wartezimmer ist. Da ist ein Drucker. Mhm. Massagepraxis oder so. Naturherstellung, ja. Kommunikation irgendwie. Ja, ja, genau. Ja, macht ja etwas mit Kommunikation. Da hat sie ja nicht genau erklärt, was. Ob sie vielleicht irgendwie Gesprächstherapie machen. Das ist noch schwierig. Ja. Deine Kunden. Shishi und Kommunikation. Ja, ja. Wer bist du gekommen? Ein Termin mit dir? Ja. Ja. Also komm, gehen wir. Gehen wir. Ja. Dann wollen wir auch schauen. Was ist das? Aber da innen finden ja sicher keine Beratungen statt. Das ist das Badzimmer. Da hinten kommen wir ins Badzimmer. Lustig, die Farbe hat jetzt überhaupt nicht erwartet. Sonst ist alles weiss und Holz und Schwarz und plötzlich so Farbtupfer. Zu dem Raum aber gut. Ja, es mag es leiden. Das Bad, das wir anschauen, ist komplett aus dem Rahmen draussen. Es ist moderner. Einfach anders. Und da hat es wieder die Perlen dran. Ja. Legefix. Hey Nico, du tust wirklich gerne so Kleberle. Oder? Wie machst du das? Kannst du mal zeigen? Nachher, ist gut. Nach dem Beratungstermin. Ja, keine Geduld. Da ist sehr viel Liebe und Handwerk und Bastelarbeit in dieser Wohnung. Hat sich jemand Zeit genommen. Aber die Badewanne ist auch cool, so freistehend. Mhm. Wow, das ist eine coole Küche. Ja. Schau mal. Wer kann sich in dieser grosszügigen Küche verwirklichen? Und zaubert hoffentlich etwas Feines auf den Tisch? Kannst du gerne kochen? Nicht so. Nicht ganz so gerne. Ich tue lieber backen. Okay, aber da kann man auch gut backen. Sieht schon so aus. Kannst du gerne kochen? Ja, ich mache beides gerne. Also, ich soll sagen, kochen und backen. Mhm. Also ja, der Backofen sieht da schon so aus. Da ist auch schon einige im Betrieb. Ja, da ist ein paar Mal gebraucht worden. Und so hat es eine gute Auswahl. Also ich glaube, da wohnt schon jemand, der noch ab und zu kocht. Ja. Das habe ich im Palais Gefühl. Der könnte noch gerne kochen. Was denkst du? Ja, vielleicht Nicole, was meinst du? Ja, ja, also... Ja, warum nicht? Ja, Pia vielleicht auch. Ja. Ich bin ein fauler Sack. Ich tue lieber essen als kochen und backen. Was mir dann auffällt, ist, schau mal, kennst du das? Die Violette ist ein Amethyst und Rosenquarz, Bergkristall, das ist so ein energetisiertes Wasser. Irgendwie. Das ist mega gesund, ja. Also das kenne ich gar nicht. Ja, weißt du das? So ja, genau? Da hat man voll Energie durch den ganzen Tag. Ja, zum Wohl, gell? Zum Wohl. Auf die Küche und auf die Hauserin. Genau, auf die tolle Küche. Oh, wow. Hey, wie im Hotel. Ja, das Landhaus war ja auch mal ein Gasthof. Und tatsächlich erinnert es einem auch ein bisschen an eine Junior Suite. Aha, schaut hier den Babybauch. Ja. Da ist noch etwas Kleines daheim. Ja, also wenn ich ein Kind hätte, dann hätte ich vielleicht auch so einen Abdruck gemacht. Weil das sicher eine ganz tolle Erfahrung ist. Ist das schön. Schaut mal hier unten. Der Betonbau. Oh, wow. Ist das selber gebaut? Das kann sehr gut sein. Ich muss schon sagen, Nicole, ich staune. Du kannst so knübeln, aber du kannst so ein mit gröberen Sachen. Also das, ja. Du scheinst das sehr handwerklich begabt. Genau, ja. Also, Nicole ist so eine Hemmli-Face, wo irgendwo würde ich einen Knalleffekt erwarten. So, ich bin ja immer die gerne das Bett austestet. Wir haben auch genau. Oder alle drei zusammen. Eins, zwei, drei. Oh.
ich mit den Schuhen bin nicht so sicher auf dem Weiss. Es war viel weicher als die anderen zwei Betten. Und ich bevorzuge aber eher ein härteres Bett. Ui. Oh, schick. Machst du dich gut? Mit der Kopfanschlaglampe. Ich weiss, dass dir das steht. Wow, oh. Schau mal. Das ist ja toll. Das ist wirklich eine lässige Stube. Eine komplett vertäferte Stube mit Intarsien und einem alten Kachelofen. Wer wohnt euch da so heimelig? Oh ja, das ist ein schönes Plätzchen. Schau mal, ja. Wenn es im Winter kalt ist, kannst du dich hier wärmen, ja, und das Buch lesen. Ja, es ist wirklich ganz schön. Schau mal, das tolle Möbel mit diesen vielen Schubladen. Ja, das sieht fast aus wie so ein Apothekerschrank. Ja, hat ein bisschen etwas, ja, gell? Also mein Drogistenherz hat wahnsinnig schnell angefangen, als ich das alte Holzstück gesehen habe mit diesen Schubladen. Und noch mal etwas lässt das Herz höher schlagen. Guten. Danke gleich. Was gibt es? Wenn es jetzt nicht mein Rezept wäre, weil ich es backen habe, würde ich das sofort der Kandidatin ablöschen. Es war sehr feine Kuchen. Er ist gut gebacken. Ja, gell? Genau. Das ist so ein Liegebett. Das ist mega lässig, so mit Stuhl. Das habe ich noch nie gesehen. Da werde ich da drauf hocken. Ja, also man kann überall hocken in dieser Stube. Ja, mega gemütlich. Ja, ist wirklich gemütlich. Ah, die kann man die Stege da drauf. Das finde ich das Lässigste. Das hergeht. Ist zu? Ja. Dort ist etwas versteckt, gell? Ja. Dort würde ich mich als Kind immer verstecken. Das fand ich mega herzig gefunden, die Ecke. Jetzt haben wir wieder die Geweih. Oh, ja. Also es muss ein Hobby sein. Würdest du dir das aufhängen im Haus? Ja, mir würde das noch gefallen. Und dir? Ja. So, willkommen in meiner Praxis. Wieder nicht? Nein, doch. Also, da kann man gut liegen. Und, da sind die Leute entspannt, das ist ganz wichtig. Dann machst du Hypnose? Ja. Okay. Tatsächlich, es hat etwas Spirituelles. Und der Raum ist hell gestaltet. Ich habe das Gefühl, es sieht nach einem Kinderzimmer aus. Comics. Dem ersten Objekt. Genau. Und auch so Taschenbücher. Ja, aber das Kinderzimmer mit Fernsehen, also nicht schlecht. Das habe ich dann nie haben. Es ist, glaube ich, auch mehr also, zum Gamen. Ja. Es ist zum Gamen. Mhm. Ich habe das für mich unter Bubenzimmer abgespeichert, aber bin nicht so schlüssig, ob dort wirklich ein Bub wohnt oder ob es vielleicht eher ein Gästezimmer ist. Wow, hast du das gesehen dort? Ja, was ist das? Mega coole Holzkonstruktion. Ja. Es gibt doch so die Weihnachtsbäume von den Schreiner. Ja, das stimmt. Hast du das Gefühl, hast du selber gemacht oder kann man nicht so kaufen? Ja, ich denke, da hat der Schreiner gemacht. Ja. Vielleicht der Mann von dieser Kandidatin, ja, gell? Es würde eigentlich noch passen, dass da ein Schreiner wohnen könnte. Ja, hat sehr viele Holzsachen. Mhm. Ja. Für mich ist das eine Skulptur. Also an einen Weihnachtsbaum hätte ich niemals in meinem Leben gedacht. Ja, oder auch das zum Beispiel. Weißt, ich könnte selber irgendwie abgeschliffen werden. Ah, schau, siehst, da ist noch gerade der Führer. Ich halte den Weihnachtsbaum, der würde anfangen brennen. Ja, das hat mir sehr gelungen, denke, dass neben dem Holzweihnachtsbaum gerade der Feuerlöscher steht. Oh, Melanie, komm mal schauen. Wow, Prinzessinnenzimmer. Das ist ein Traum. Wirklich. Ein romantisches Zimmer mit einem Baldachin über dem Bett und der Bohemian-Stil wird weitergezogen. So schöne Sachen. Krass. Also zuerst einfach das Bett, gell? Ja, das ist ein richtiges Himmelbett. Ach, komm, wir gehen drunter gixeln. Hey, hey, das ist dem schön. Ja, bequem. Ja. Was meinst du, schläft dich da jemand allein oder das Zweite? Ich finde, für das Zweite, also du musst einfach sehr verliebt sein, dann längt es. Aber sonst würde ich, glaube ich, immer allein drauf schlafen. Ja, also, du schläft jemand allein, gell? Sonst ist es fast ein bisschen klein. Und also, weißt, vielleicht ist es ein älteres, also ein mittelalterliches Mami, das jetzt noch ein Baby neu bekommen hat. Und dann aber schon ältere Kinder. Das würde zu dir passen. Ja, meinst du? Ja, könnte sein. Wir werden endlich in meiner Praxis. Was man echt in diesem Raum mit Liegelandschaft und natürlichen Elementen wie Kuhfell praktiziert? Jetzt glaube ich auch, dass das draussen ein Wartezimmer ist. Oder? Weil wenn wir jetzt hier so eine schöne Stube haben, erübrigt sich die Decke draussen als Stube. Ja. Da ist wieder etwas so. Handwerkliches. Ja.
Schön aufgearbeitet. Ich habe bei einigen Sachen das Gefühl, es ist gestrichen. Weiss oder so hellgrau. Mhm. Eigentlich überall so die weiße Grundlage. Ja. Und da kommen manchmal ganz spärlich so farbige Elemente. Und sonst ist alles sehr Ton in Ton. Ja. Das Landhaus strahlt für mich eine Ruhe aus. Es ist sehr klar durch die vielen weißen Flächen, aber absolut nicht kühl, weil es so viel Holz hat. Aber die Tische sind mega cool. Ja. Mhm. Da. Wer hat sie von euch gemacht? Wer ist da so handwerklich begabt? Ja, oder? Nicole, haben wir gesagt. Die Nicole kann knübeln, die Nicole kann Bett machen, die kann Tische machen. Okay. Okay. Die Pia sieht mich, glaube ich, ganz fest in diesem Haus. Vielleicht auch nur beim Rundgang. Vielleicht blufft sie, ich weiß es nicht. Also, meine Bewunderung steigt. Auch da. Hast du das Handwerksräumchen noch irgendwo versteckt? Schön ist drinnen, dass es hier Pflänzchen hat. Kleine und so. Ja, so filigran. Ja. Es ist sehr liebevoll dekoriert. Ja. Es hat, glaube ich, keine Ecken, wo nicht irgendetwas noch versiert ist. Oder so. Shishi mit Shishi? Ja, ist das so Shishi? Gerne schauen, aber selber haben. Ich glaube. Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja verrückt. Das ist ja ein Traum für jedes Kind. Das ist ein Spielparadies. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Bist du auch gerade hier? Ja, mit dem habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Wie viele Kinder wohnen jetzt hier? Das Bubenzimmer. Dann eins, wo wir nicht sicher sind, Gästezimmer oder Mädchenzimmer. Und dann das Baby ist noch immer. Und das ist jetzt nicht das Babyzimmer? Ja. Und doch da. Ist das doch jemand, vielleicht, der auf Kinder aufpasst? Also das Landhaus ist wie eine Wundertüte, wenn überhaupt nicht mit dem gerechnet wird. Also mein erster Eindruck war, es sieht aus wie eine Kita oder irgendwie so etwas. Ja. Aber zeig mal, schau, so hat es noch. Da dürfen wir ja schauen. Das ist ein Baby. Ah ja, stimmt. Also man denkt, wie alt ist das Kind, das hier schläft? Das Kind kann wahrscheinlich schon krabbeln. Da geht es so den Hocker drauf. Genau. Und es geht wahrscheinlich nicht mehr raus. Sonst wäre da noch ein Schutz. Also, ja. Es muss noch gewickelt werden. Ja. Oder es ist wirklich für ein anderes Kind, dass der gewickelt ist. Es kann schon Dornen und klettern. Also irgendwie. Ist das komisch? Es ist wahrscheinlich schon ein Mädchen. Ein bisschen könnte ich es mir vorstellen, dass es vielleicht zu Melanie passen könnte. Weil das ausgesehen hat, als wäre da noch ein kleines Mädchen. Also irgendwie. Aber das finde ich ganz eine schöne Ecke. Mit diesen schönen Lampen, die hier so beleuchtet sind. Ja, das ist wirklich super. Das ist so eine Leseecke. Da kann man sehen. Doch, genau, vielleicht kannst du eine Nachtgeschichte erzählen. Genau, das könntest du machen. Es würde auch passen, weißt du. Ja. In diesem Zimmer hatte es so ein bisschen Spielsachen gehabt für jedes Alter. Und es hat ja auch so viel Platz in diesem Raum. Also es ist wirklich da. Man kann spielen, hier schlafen, so eine Büchlein-Leseecke. Das würde wieder dafür sprechen, dass vielleicht jemand auf das Kind aufpasst. Ja. Dass gar nicht die eigenen Kinder sind. Das ist einfach schwierig. So gemütlich. Spannend, oder? Spannend. Wunderschönes Haus. Also irgendwie hat es bei mir alles wieder so ein bisschen durchmischelt. Irgendwie komme ich nicht so raus. Also ich bin 100% ehrlich. Heute schenke ich euch den Job. Nein, den brauche ich heute nicht. Ich habe einen Fuss in diesen Raum hineingesetzt und wusste, da wohnt Melanie, da muss ich nicht noch einen Joker haben. Aha. Ich höre, ihr seid schon ein bisschen am Wehrweisen, wer hier zu Hause sein könnte, oder? Ja, genau. Also habt ihr schon ein paar Verdächtigungen ausgesprochen? Also wir sind verwirrt. Ja. Ihr zwei wisst Bescheid. Bombensicher, wer hier wohnt. Zwei Objekte kennt ihr ja schon, aber auch hier fürs Landhaus gibt es natürlich einen Joker, den man holen kann. Und ich habe zählt das mal alle Pflanzen, die in diesem Landhaus rumstehen. Wie viele sind es denn? Fangen wir doch mal in der Mitte an, Claudia. Ich glaube, vielleicht so 38. 38 für dich, Claudia. Pia? Ich will keinen Joker und sage 3. Gut, mit 3 holst du wirklich, glaube ich, nicht. Nicole? 43. Stefanie? Ich würde sagen 35. 35 für dich und Melanie? Ich sage 32. Ja, getöpft hat es niemand, aber jemand war nur 4 Pflanzen daneben. Die richtige Antwort wäre 28 gewesen und mit 32 unseren Joker geholt hat Melanie. Juhu! Ja, da habe ich jetzt Freude. Hast du Freude? Ja, da kann ich jetzt brauchen, den Joker. Melanie, du darfst also sofort noch etwas anschauen, was die anderen noch nicht gesehen haben. Super, danke. So, sind wir gespannt. Aha.
ist jemand recht handwerklich begabt. Ich würde jetzt eigentlich gerade so ein bisschen meinen Verdacht bestätigen. Schmirgelpapier, ja. Und jetzt? Erzähl mal. Ja, es war spannend. Erzählst du uns etwas? Ja, ich konnte einen Gegenstand anlegen und der hatte so ein von feinen bis harten verschiedene Strukturen. Aha. Ja, das klingt jetzt viel, oder? Keine Idee. Null. Ich weiss genau, für was das ist. Ja. So. Keine Ahnung. Gut, dann schauen wir vor. Pia, du bist dir ja bis jetzt relativ sicher, sagst du. Was kommt als nächstes in dem Fall, dass deine Rechnung aufgeht? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht noch so ein Salzbauernhaus. Also etwas Ländliches für dich? Es braucht eher so eine Stadtwohnung. Ja, genau. So ein Loft. Mir fehlt auch noch ein Loft. Ja, gut, am Ende ist es natürlich kein Wunschkonzert. Aber ob Bauernhaus, ein Loft oder ganz etwas anderes, die werden es sehen. Das vierte Objekt wartet, der Bus ist bereit und wir gehen weiter. Ja, was denkt ihr bis jetzt? Wer wohnt im Kubushaus zu Untersee und schlaft mit einer Schaufensterpuppe im gleichen Zimmer? Pia könnte in diesem Haus daheim sein. Fürchig, aber ich habe gerne so Sachen, so ein bisschen schräg. Das ist einfach ein Bauchgefühl. Ich tendiere mehr zu der Nicole, dass sie im Kubushaus wohnt. Ah, kennst du das? Ja, die passt zu der Garderobe. Von ihrem Stil, von ihrer Art und Weise, vom ersten Eindruck, würde sie mega in diese Wohnung reinpassen. Wer lebt in Bern im Reihenhäusli und hat einerseits gerne Pastell und andererseits gerne Grill? Nicole könnte mir sehr gut vorstellen in diesem Objekt. Ich komme immer mit ihrem Rock, mit dem Knalligen und das Neon. Das hat eigentlich eben gut zu ihr gepasst. Und ist sie bequem? Es geht. Nicht so. Ich habe entdeckt, dass Pia einen leichten Berner Akzent hat. Und ich glaube, Pia ist Mami. Wer hat sein Zuhause im Landhaus zu Aesch und macht sich vor dem alten Kachelofen gemütlich? Melanie wohnt in diesem Landhaus, wo sie sich sehr wohl gefühlt hat. Oh ja, das ist ein schönes Plätzchen. Schau mal, ja. Wenn es im Winter kalt ist, kannst du dich hier wärmen. Ja. Die Kleidung mit diesen Pailletten hat so gut gepasst zu diesen Geweihen mit diesen Glitzersteinchen. Claudia sehe ich sehr in diesem Objekt. Sie wirkt auf mich kreativ, jung und dynamisch. Aber die Tische sind mega cool. Ja. Hat auch so ein Faible für Glitzer und Glamour. Ich sehe sie sehr in diesem Objekt. Kantonsfarben bleiben blau-weiß, aber wir fahren jetzt in Kanton Luzern, genauer gesagt auf Sursee. Am schön restaurierten Rathaus hat es noch bis heute einen Pranger. Bis ins 18. Jahrhundert hat man dort Bösewichte zur Show gestellt. Es ist der einzige Pranger in der Schweiz, der noch so erhalten ist. Mit der Gans abhauen hat Sursee am 11. November eine ganz spezielle Tradition. Mit verbundenen Augen soll man mit einem Schlag die Gans köpfen, die man dann behalten darf. In der Nähe der Altstadt ist unser nächster Stopp. Dort besuchen wir eine Neubauwohnung. Wir sind also in Sursee, und zwar im Kanton Luzern. Und wir sind also nicht vor einem umgebauten Bauernhaus. Es ist auch nicht eine Loftwohnung, sondern es ist eine Neubauwohnung. Okay. Gut. Ja, das ist jetzt definitiv. Ich bin gespannt, wie sie euch gefällt. Es braucht wie immer den Schlüssel. Wer möchte das mal? Den Schlüssel möchte ich. Stefanie, also du voraus und alle anderen hinten drin. Viel Spass in der Neubauwohnung. Gut, danke. Sehr speziell ist, dass es hier gerade nochmal die Stege darauf geht. Oh, schaut mal die farbigen Knöpfe zum Täschchen aufhängen. Wem steht das Täschchen? Ja, Glitzersocken. Ja. Ah ja. Man sieht es einfach fast nicht. Wir sind ja, auch. Also, mir kommt das auch noch gut. Ja. Aber im Fall dir auch. Probier mal. Mit dem mache ich auch mal Sursee unsicher. Ja. Hoffe, ja. Cool.
Hallo Frida, wie geht's? Ja, es sieht gut aus. Sie schaut einem richtig an. He? Also Frida Kahlo im Gang, die empfängt einem gerade. Und Pia hat sie auch gekannt. Oh, der Melanie sticht gerade etwas ins Auge. Also das hier, muss ich sagen, kenne ich natürlich sehr gut. Ich bin ja Drogistin und das ist natürlich eine Heilpflanze. Ja, du weißt, die wächst im Engadin und hat sehr beruhigende Eigenschaften. Ja, okay. Also, das ist schön entspannt, hier das Objekt besichtigen. Darum bist du so chillig drauf. Genau, ja. Melanie ist richtig in Fahrt gekommen bei diesem Tannenzapfenbild. Hat so ein bisschen Drogistengeheimnis verraten. Wo hast du den versteckten Extrakt? Ja, muss man mal im Handtäschchen machen. So. Oh, wow. Wow. Willkommen in meinem Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist grosszügig und besticht durch harmonische Blautöne. Das sieht toll aus. Boxspringbett, hä? Ein bisschen Gumpen. Ja, bitte. Wollen wir schauen? Von jeder Seite. Ja, gemütlich. Da schläft sich's gut. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Objekt entweder ein sehr verliebtes Pärchen wohnt, weil das Bett ist eher klein, oder es wohnt jemand alleine. Und schau hier, mein Lieblingsparfüm, Chanel Nummer 5. Das ist ein Klassiker. Heute hast du nicht angemacht. He? Vom Parfüm kenne ich einfach den Namen, wie es schmeckt. Keine Ahnung. Aber du hast gerne Shishi, hast du gesagt, oder? Ich habe nicht so gerne Shishi. Nee. Also ich fühle mich hier ganz daheim. Aha, okay. Mal ein Höckchen runter, dann tue ich hier noch ein bisschen. Gerade wieder. Und dann ist es ein Asterix. Asterix. Ich schaue ich ein bisschen an und total entspannen. Hey, schon wieder ein Fernseher im Schlafzimmer. Ja, also es würde mich schon wundern. Tust du gerne Fernsehen im Bett? Das sage ich jetzt nicht. Wir sind so eine Fernsehschauergruppe, das ist schon unglaublich. Tut jemand von euch malen? So gerne so ein bisschen Pastellfarben. Das könnte ich mir mit dir noch zutrauen. Das Gefühl, das Vögel, das habe ich auch schon gesehen. Meine Kandidatin noch da und hat ein bisschen Vogel. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen einen Vogel, oder? Sonst wären wir nicht hier. Dazu. Dort sind noch die Fische für die Vögel. Vielleicht wieder so ein bisschen beruhigend für dich, oder? Mit den Fischen, die im Wasser schwimmen. Das ist für uns ein bisschen mega zu waschen. Fühlt man sich hier ausgestellt am Abend, wenn man aufs Bett liegt? Ja, da kann man einfach die Storen runterlassen. Das ist überhaupt kein Problem. Hier gar nicht, weil die Fenster sind viel zu weit oben. Das heißt, wenn du hier im Bett liegst, dich kann ja keiner beobachten. Gell, lädst du aus Erfahrung? Ja. In dieser grossen und offenen Küche mit dieser hohen Decke lässt es sich doch leben. Wunderschön, ich bin gerade erschlagen. Das ist ja verrückt. Das erste Objekt, das zweite Objekt und jetzt hier. Architektonisch ganz anders, aber könntest du eigentlich die Richtung nehmen und gleich reinstellen und umziegeln. Ja, total. Das müssen die gleichen Typen sein, fast, hat man das Gefühl. Oder ganz anders. Was haben wir da für Bücher? Schön. Geografie, Andy Warhol. Was hast du dort? Der Stuhl. Der Stuhl? Der Stuhl. Okay. Ja, musst du mal schauen. Das sind alles verschiedene Stühle. Total lässig. Ich liebe Stühle überall und aus dieser Wohnung hat ich ein paar also mitgenommen. Also ich habe das Gefühl, es sind mehr, die hier in diesem Haushalt wohnen. Das ist nämlich auch ein relativ grosser Tisch. Ja. Jetzt sind wir mega gespannt, wie es weitergeht. Und die haben Platz hier, die Stühle. Da könnte man auch noch ein bisschen zusammenrücken. Und ich glaube, Stuhl ist schon ein Thema in dem Haus. Schau, hier ist auch wieder so ein älterer Stuhl. Schau mal das Stuhlbein an von dem. Wer meinst du, jetzt, du könntest hier wohnen? Wenn wir uns jetzt mal ausschliessen. Die Pia. Das ist ganz eine feine, sehr zierliche. Sie hat ganz viele Detail-Elemente, die nicht einfach zufällig dastehen. Das ist ganz schwierig. Eigentlich zuerst denkt Pia hat eine Familie und jetzt sagt mir mein Bauch, dass Pia dort wohnt mit ihrem Mann. Es könnte durchaus passen. Ich würde mich dort sehr wohl fühlen. Ah. Mega gebig. Aus dem Bett, du bist gerade im Bad. Es ist gerade die Wohlfühloase am Abend. Ein bisschen betteln. Und wie es ausschaut, ein bisschen grösser wie die anderen. In den anderen Objekten. Musst du mal reinlegen? Ja, probieren wir es aus. Tust du gerne baden am Abend? Ja, ist doch schön entspannend.
einfällt. Ein bisschen das Fenster, das wir bis jetzt immer hatten. Dort kannst du ein bisschen Spiegel schauen. Ich selber habe sehr gerne, wenn die Badezimmer ein Fenster haben und man schön Licht reinlassen und Luft. Und in der Neubauwohnung ist das eher so ein bisschen dunkler oder geschlossener ausgefallen. Herr, heisst echt dein Mann. Das geht irgendwie nicht auf. Rolf. Ich wohne in dieser Wohnung mit dem Röfen. Ja, der Röfen, weisst du. Ah, ja, genau. Leonardo. Eigentlich ist das sehr neulich. Das ist jemand, der Linsen trägt. Auch links, auch rechts. Hat auch Nicole noch mehr so gute Ideen auf Lager? Dann dürfen wir das da schnell klopfen. Ich habe fast das Gefühl, es gibt aus einem Gästezimmer und ein Büro. Was denkst du? Schau mal, hier haben wir das Bett. Es sieht jetzt aber nicht aus, als würde hier ein Kind schlafen. Oder was denkst du? Nein. Ein älteres vielleicht? Ich glaube, ein Kind schliesse ich jetzt hier aus. Schau mal. Malen. Mhm. Du gerne malen, gell? Ja. Ja. Ich würde sehr gerne malen. Malst du selber, also auch für dein Haus? Bist ja, du das? Ja, das mache das ich. Das machst du? Das mache ich, genau. Aha. Schau mal, da haben wir wieder einen Stuhl. Also, ein bisschen, also es muss schon irgendetwas mit dem Stuhl. Ja, unbedingt. Nicole ist Unternehmerin, vielleicht hat sie einen Stuhl, also einen Stuhlladen oder irgendwie so einen Interieurladen. Das ist aber schon ein eindeutiges Büro, würde ich mal sagen. So ein Jugendzimmer auch nicht, he? Nein, ich glaube irgendwie. Also mein Eindruck ist nein. Also da muss wirklich irgendjemand hier arbeiten, wo Kommunikation zum Beispiel, vielleicht wirklich Pia. Ja, ich glaube wirklich. Ich würde ausgeben für so ein Büro. Oder Projektmanager. Ja, oder Claudia. Genau. Ich könnte durchaus in das Objekt sehr gut reinpassen. Vielleicht arbeitet Claudia in einem grossen Team. Mhm. Hat viel von daheim machen, weil das ist wirklich ein gut eingerichtetes Büro. Hier. Also ich muss sagen, ein super Büro. Das würde mir auch gefallen. Du musst mal schauen, der Blumentopf ist so lustig mit der Kugel drauf. Ja, genau. Das ist irgendwie... Das ist ja, ich weiss auch nicht. Ich habe etwas komisch gedacht zuerst, aber ich kann dir nicht sagen, was... Aber ich glaube, es sieht noch aus, was du gemeint hast. Da bin ich extrem zerrissen. Wer könnte Pia, die vielleicht kein Kind hat, oder Melanie, die noch kein Kind hat? Das ist so für mich ganz schwierig. Aber die zwei gehören für mich. Jemand von diesen zwei gehört in das Objekt. Oh, wow. Willkommen in meiner Stube. Ja. Oh, mega gemütlich. Wirklich gemütlich. Im Wohnzimmer dominieren natürliche Farben und Materialien, die Ruhe ausstrahlen. Ah, du nimmst gerade den Chefsessel. Ja. Wie gern, Chef. Noch viel besser als Chefin habe ich einfach ein Pokerface und gewusst, wie. Und die anderen verwirren, das ist zwischen ihnen recht lustig. So, und da ist jemand auch kunstbegeistert. Monet, Picasso. Das ist meins. Das ist so das ist schön. Cool, riesengroße Fenster. Und kannst gleich noch einen Vorhang ziehen. Ja. Es hat unheimlich hohe Decken. Es hat unheimlich große Fenster. Das Wohnzimmer ist auch mein Traum-Wohnzimmer. Also ist wieder der Pastellig oder der skandinavische Stil. Farbigkeit zieht sich durch, viel das Rosa. Das Rosa würde sich aber auch noch gut zu der Stefanie passen. Mit ihrem Mensch, Rosa. Ja, genau, sie fügt sich dem auch so gut ein. Ja, Mensch, es ist so einfach. Ja, vielleicht. Das wäre fast ein bisschen zu einfach. Und USM-Möbel wieder. Ja, stimmt. Ja, überall den Balkon. Ja, liebevoll. Ja, hat eigentlich jemand von euch einen grünen Daumen bei diesen vielen Pflanzen? Vielleicht. Ich habe sehr gerne Pflanzen, vor allem draußen in der Natur. Ich habe nicht so einen grünen Daumen, für mich vertrocknen die. So, immer alle zusammensuchen, da sind die Enten. Die anderen kommen doch auch noch irgendwo, wo ihr immer seid. Nehmen Platz. Ich habe immer eine kleine Stärkung mitgebracht. Eine Spezialität von hier. So, schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Sourseer Honiggans. Jemand von euch kann jetzt das erklären? Nein, nicht reingehen. Natürlich gibt es nicht nur eine Verpflegung, sondern es gibt auch noch einen Joker, den ich dabei habe. Wie immer eine Schätzfrage. Und da innen gibt es ja Haufen Sachen, die man hätte zählen können. Was könntet ihr euch vorstellen? Ich glaube, hier müssen wir die Stühle zählen. Stühle? Also hast du zählt in dem Fall? Ich habe den Spott dran gedacht.
Ich habe es erzählt. Nein. Doch. Nein. Ich habe es erzählt. Oh Mist. Ja, schade, weil es wären eigentlich Stühlbeine gewesen, aber damit ihr nicht so fest rechnen müsst, begnüge ich mich mit dem Stuhl. Hat doch der eine oder andere in diesem Objekt, wie viel sind es total? Melanie, du hast glaub, noch nie angefangen, darum kannst du mal den ersten Tipp abgeben. Es hat 20 Stühle. Claudia? Ich bin bei 12. Mhm. Pia, du hast letztes Mal den Joker nicht wollen. Wie sieht das mal aus? Ja, ein bisschen Wunder nimmt es mir eben schon. Darum gebe ich mal einen richtigen Tipp ab. 15. 15 haben wir für dich notiert. Nicole? 19. 19 für Nicole und Stefanie? Also ich sage 27. 27. Damit hätten wir alle beieinander. Und die richtige Anzahl wäre gewesen, 92 Stuhlbeine. Man rechnet durch 4 gibt Stuhl und das gibt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, und das am Samstagabend. So viel, die zuschauen. 92 Beine. Dum, 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 dum. 23. 23, Nicole. Absolut richtig. Gut im Rechnen. Das gibt leider nicht den Joker, aber ein Häkchen beim Schnellrechnen. Und am nächsten dran mit nur 3 daneben ist die Melanie mit 20. Gut, dann bekommst du einen Joker. Merci vielmals. Alle anderen schauen gerne ein bisschen auf die Seite, dürfen noch ein bisschen die Stube bewundern, während Melanie schaut, was sie für eine zusätzliche Hinweise bekommt. Claudia und Nicole, die kann ich mir noch gut vorstellen von einem Motorrad. Und Pia, wo ich eben sonst finde, dass sie noch sehr gut in die Wohnung passt, die passt für mich nicht so auf ein Motorrad. Und Stefanie, habe ich das Gefühl, die hat die Angst auf dem Motorrad. Und darum sehe ich sie auch weniger in dieser Wohnung jetzt. Wow, jetzt bist du aber schnell gewesen. Danke. Soll ich etwas verraten? Ja, einen kleinen Tipp vielleicht. Es ist etwas, das man draussen macht. Ja, draussen kann man natürlich fast nichts machen. Wieder sehr hilfreich. Gell, ich bin sehr hilfsbereit. Ist Sport, ist es mit Pflanzen? Ja, es hat noch Gärtner. Ein grüner Bild gehabt, ja. Das ist mein zweiter Hinweis. Aber jetzt der Rest fällt für mich. 4 Häuser und Wohnungen haben wir bis jetzt gesehen. Wisst ihr schon daheim, wer von denen wo wohnt? Und bei euch bin ich natürlich auch gespannt, wie ihr im Moment tippt. Die neuen Eindrücke haben Tipps ein bisschen verändert. Im Kubushaus sieht jemand Claudia, jemand Nicole, jemand tippt auf die Pia und zwei auf die Stefanie. Im Reihenhäuschen tippt jemand auf die Claudia, jemand auf die Melanie, jemand sagt, die Pia wohnt dort und zwei sagen die Stefanie. Im Landhaus sieht jemand Claudia, 3 die Melanie und jemand Nicole. In der Neubauwohnung sieht jemand Claudia. 2 tippen auf Nicole und 2 auf die Pia. Ich würde sagen, die Sauerseher Honiggänse, die nehmen wir mit als Proviant auf den Weg. Und dann gehen wir zum letzten Objekt. Kommt mit. Den letzten Halt machen wir im aargauischen Zofingen. Die Altstadt gehört zu den schönsten und besterhaltenen der Schweiz. Der Stadtheld ist der Niklaus Tut. Der Legende nach hat er in der Schlacht bei Sempach sterbend das Fähnchen vom damals habsburgischen Zofingen gerettet, indem er es sich ins Maul gesteckt hat, damit die Eidgenossen nicht nehmen konnten. Das hätte nämlich eine grosse Schmach bedeutet. Und ein bisschen ausserhalb der Altstadt, da besuchen wir jetzt das Haus am Waldrand. Das letzte Objekt wartet auf uns. Wir sind hier in Zofingen. Bin gespannt, dir hoffentlich auch. Und ja, es gibt jemanden von euch, der noch nicht aufgeschlossen hat. Du, also Pia. Mhm. Übrigens, es ist das Haus am Waldrand, es ist das Hinterste. Ja, genau, und alle kommen wie Erdweibli. Und jetzt alle in der Pia nachher. Viel Spass und verlaufen euch nicht im Wald. Danke, tschüss. Schon wieder Sichtbeton. Bitte sehr, fühlt euch wieder heim. Mega schön, wieder
Modern. Ganz schön. Sehr modern, sehr neu. Ja. Du machst dich noch gut auf diesem Stuhl. Gell? Ja. Das mache ich immer, wenn ich heimkomme, und ich zuerst ein bisschen hückeln. Danke. Aussicht. Das ist wegen dem Alter. Du bist älter. Stimmt. Hier oben trifft man auf ein atemberaubendes Raumgefühl. Im perfekten Einklang zwischen innen und außen. Schaut mal. Wow. Wow. Puh, Wahnsinn. Ist das schön. Das ist der tolle Raum. Es empfiehlt uns einen sehr warmen Raum mit viel Holz. Es empfiehlt uns einen Raum, wo man alles draussen sieht, was läuft. Ja, einfach beeindruckend. Ich war wirklich überwältigend, ich habe fast kein Wort gefunden. Es ist einfach nur schön. Das ist einfach nur wow. Die Küche ist zwar toll, aber nicht das löst das Wow aus, sondern die Aussicht. Das ist wirklich der Hammer. Die Fensterfronten, die eröffnen den Blick auf den Wald. Schon fast ein bisschen Luft. Ja, ja. Ich finde im Fall auch. Mega schön. Hat ein bisschen Loftcharakter, ja, mit diesen hohen Decken. Mhm. Ist doch ein bisschen geprägt. Ja. Ja. Schaut mal, das ist dann wirklich raffiniert gemacht. Du kannst alles verstecken. Ja, so lässig. Jemand, der gerne schwarz hat. Ja, schwarz ist sehr dominant, ja, gell? Ja. Aber in der Kombination mit dem Holz. Ja, schön. Die Kombination aus Holz, Beton und Schwarz gefällt mir sehr gut. Eine schwarze Küche ist sicher mega heikel und muss viel abgestaubt und putzt werden. Von dem her muss man sich das gut überlegen, ob man so eine zutun will oder nicht. Claudia, du würdest hier farblich sehr gut hineinpassen, ja, muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen. So. Ja, auf jeden Fall. Schwarz, das ist ein kleiner. Elegante Dame. Genau. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist auch voll mein Küchenstil. Ja? Ja. Tust du noch gerne kochen, Claudia? Mhm. Wo muss man da anlassen? Ich glaube, da. Aha. Sie kennt sich aus. Ja. 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 Ja, Claudia wollte testen, ob sie nervös wird. Es könnte gut auch möglich sein, dass es meine Taktik ist, dort so ein bisschen forscher ranzugehen. Aber vielleicht kenne ich auch nur die Herdplatte. Eine mega schöne Stimmung im Raum. Ja. Mhm. Habt ihr den Garten gesehen? Wow. Ja, da passt alles. Mhm. Ja, mega schön. So reduziert es gefällt mir. Mhm. Mit dem Brünneli. Ja. Ja, vielleicht findest du ein bisschen Tannenzapfen für diesen Tannenzapfen-Extrakt. Genau, ja. Hat es natürlich viel hier im Wald. Mhm. Kommen wir mal, wir schauen mal die Bücher an. Vielleicht gibt es da einen Hinweis. Ich habe gesehen, Tipptopf. Das haben wir doch mal in der Kochschule. Hast du das auch gehabt? Ja, das war natürlich auch. Claudia, kennst du das Tipptopf? Ja, das kenne ich nicht, nein. Kennst du nicht? Nein. Das brauche ich immer noch zwischen. Ja, das ist so Fall auch. Zum Haus kochen. Ich habe es sehr gut gefunden, dass Claudia mit mir das Haus entdecken durfte, weil ich mit der Claudia noch nicht so viel zu tun hatte und sie auch nicht wirklich einschätzen kann. Und ich auf das Objekt von ihr warte. Das finde ich ja mega lässig, so ein Sitzbänkchen. Oh, und schaut, was da mein Auge erblickt. Nee, ein Whirlpool da unten. Komm, wir gehen Stock tiefer. Schau mal. Der ist schon parat. Also ich lade euch gerne ein, wenn es ein bisschen wärmer wird. Ja, wir können gerne, Claudia. Also. Es ist jeden Abend mein Traum, in einem Whirlpool zu liegen, mit einem Glas Champagner, vielleicht mit einer besten Freundin und den Abend zu genießen. Das Wohnzimmer kommt ohne Schnörkel und reduzierter her. Und die Richtung sowie die Ausrichtung sind perfekt positioniert. Alles sehr klein, geradlinig. Ja, ich denke, das ist so etwas minimalistisch, gell? Ja. Auch von der Materialität her, von der Farbgebung. Ja. Sehr durchdacht, überlegt. Schau mal hier. Das ist der Fernseher. Ein Bild von einem Berg. Bist du nicht von den Bündner Bergen? Ja. Und hast ein bisschen Heimweh und tust darum am Abend an so ein bisschen Bündner Berge schauen. Vielleicht weiss ich sogar, was das für einen ist, aber ich würde es nicht sagen. Gemein, gell? Ja, das ist so. Das ist aber ganz gut gelöst. Ist noch schön versteckt, der Fernseher. Und kannst ein Bild darauf projizieren. Ja. Weil sonst ist da ja eigentlich überhaupt nichts mit Bildern, mit Kunst. Ja, das ist wirklich. Ich glaube, der Raum ist hier ein bisschen Kunst. Ja, auf jeden Fall. Wenn du dir jetzt vorstellst, im Frühling, wenn hier alles blühen, wenn du hier im Wald raus schaust. Weißt du, wie herrlich? Ja. Und auf alle Seiten.
Und hier sehen wir ins Städtchen eben. Mega toll. Ja, also das ist echt beeindruckend. Und schau mal dort, die coole Hängematte vom Balkon. Oh ja. Da hat es auch viele schöne Plätzchen zum Chill-Ecke. Ja, total. Gefällt mir, gefällt mir. Und tust du gerne lesen? Da hat es noch viele Bücher. Oh ja, ich habe noch gar nicht alle durchgelesen. Ich habe gerne hier unten die Bücher über die Kantone, über die verschiedenen Berge. Bündner Treibjagd, hast du gesehen? Ja, also mir dunkt, passt ist da sehr gut in das Objekt hinein. Eigentlich war das gar nicht geschickt, dass wir das dazu aufgestellt haben. Ei, ei, ei. So im Nachhinein bist du gescheiter, gell? Ja. Entweder will da irgendjemand anders alle Kandidatinnen irreführen oder ich mache es halt ihnen extrem einfach und tue das wirklich so plakativ darstellen. Hey, ich wohne im Fall da. Sofiger Altstadt, Besetzungsstein. Die können wir nachher essen, so wie das aussieht. Mhm. Meinst du, wir schon eins probieren? Fällt das nicht auf? Welches nehmen wir? Ich weiß nicht, komm mal hier. Müssen wir vielleicht eine ganze Reihe essen, dass es auffällt? Ich probiere mal eins. Was es einen Stock tiefer im Haus am Waldrand alles zu sehen gibt? Ich weiss nicht, ob es alle erwartet haben, aber auch hier gibt es wieder ein Kinderzimmer. Das Bett ist mega schön. Oh. Das Dach drüber, ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr liebevoll. Ja. Schlicht, einfach, aber sehr gemütlich. Das ist ganz herzig. Das ist wirklich ein richtig schönes Bubenzimmer. Passend zu Beton, ne? Ja. Da hat jemand gerne Fahrzeuge. Ja. Das ist ja lustig da. So, wir fahren los. Ganz wie bei unserem Shuttle. Genau, der Sprinter. Genau. Schau mal, so schön. Also, schau mal, wie die drapiert sind. Die schönen. Das sind wirklich coole Bücher. Es ist sehr ein herziges, kleines, feines Kinderzimmer mit alles ehrlichen Materialien. Und selbst die Bücher, die sind so schön präsentiert, alle aus der gleichen Reihe und sehr stimmig. Also als Kind fühlt man sich dort sicher sehr daheim. Ah, schön. Wow, das ist ein schönes Zimmer. Oh, total. Schau mal, die Waldtierli da. Ja, die sind schön. Sind die aufgeklebt? Ja. Ja, aber noch so, weißt du, auf eine schöne Art, so matt und ja, so hochwertig. Das passt mega gut hier am Waldrand. Mhm. Perfekt sogar. Ja, da ist das Baby daheim, hä? Ja. Wie heisst es? Also wahrscheinlich die Enkeli, nehme ich an. Da müsstest jetzt du mir den Namen verraten. Ja, also, ich muss rechnen, ja, das wird gehen. Das wird gehen. Wahrscheinlich hast du ein schönes Enkelzimmer eingerichtet, weil ja, wenn deine Tochter vom Bündnerland kommt, ist halt schon gerade ein bisschen weiter weg. Da muss dem Baby da auch gut gehen. Ja, du hast da Ideen, die passen, die passen sogar. Es ist mega schwierig, so vom Alter her würde es sich eigentlich eher anbieten, dass Claudia oder ich ein Baby haben. Hankerum könnte auch mal jemand halt eher später Mami werden in der heutigen Zeit oder vielleicht sogar wirklich schon eine Enkelin oder einen Enkel haben. Also es ist ja da irgendwie alles möglich und alles offen. Das ist echt das hier, eine Spieluhr. Oh ja. Da fühlt sich sicher wohl hier in diesem Zimmer. Ja, ich glaube auch. Raus. Was sich da eigentlich sonst noch hinter diesen Türen verbirgt? Wow! Schau mal! Ein herrschaftliches Schlafzimmer. Mit Ankleide und integriertem Badzimmer. Hi! Das ist mega cool, alles so offen. He? Mhm. Schlafzimmer und Badzimmer in einem. Das ist jetzt super gelöst. Die Raumaufteilung gefällt mir sehr gut.
Weil Bäder, die ganz, ganz offen sind zum Schlafen, die finde ich immer ein bisschen komisch. Hier hat man das aber sehr schön getrennt durch ein Regal, das viel Grün drin hat, wo man sonst eigentlich gar nicht findet im Haus. Und das gefällt mir sehr gut. Und wenn es das ein Hotelzimmer wäre, würde ich dort sehr gerne verwachen. Ja, und dann direkt vom warmen Bett in die Jacuzzi springen. Wer hat euch das schon gemacht? Also in dieser Wellness-Oase kann ich mir auch noch gut Claudia vorstellen, ja, die sich hier noch parat macht. Also, ich setze sicher viel so auf Schönheit. Ich bin auch total bei der Claudia im Fall. Ja, es würde noch gut zu ihr passen, gell? Mhm. Das Alter der Kinder, von diesen beiden Kinderzimmern? Eine junge Mami, die sich das Lot gut geht, gell? Ja, ja. Und so ein das Goldige, oder? So ein das, der Glamour-Effekt. Ja, so ein das Shishi, das ist schon sie, gell? Ja, gell, habe ich auch das Gefühl, ja. Also ich bin gerade ein bisschen geflasht, ehrlich gesagt. Wow, schau mal, da kannst du hier baden und in den Wald schauen. Und da würde es mir auch noch gefallen, dir auch. Mhm, definitiv. Ich muss sagen, dass das Schlafzimmer mit der Ankleidung und mit dem offen gestalteten Badzimmer finde ich mega cool. Mir gefällt es sehr gut. Ich denke aber nicht, dass das jedermanns Geschmack ist, weil ich weiss nicht, ob jeder gerne hat, wenn man duscht und jemand zuschauen kann. Und noch einmal, da kann man wahrscheinlich noch so machen. Und so ist man versteckt. Mhm. Ja, bis ins Detail alles total durchgeplant. Melanie hat sich, glaube ich, ähnlich gefühlt wie ich. Ich habe mir irgendwie in meinem Buch gesagt, ja, wir schauen und wir staunen über die schönen Sachen, aber auch nicht, oh, da fühle ich mich jetzt wahnsinnig wohl. Hey, Joker gibt es noch, der allerletzte. Mal schauen, wer den ergattert. Jetzt brauchen wir einfach die 5 zurück. Kommt doch in die Stube rauf, wo immer ihr sitzt unten. Ah, schau. Und ich tue schon ein bisschen Gesichter lesen. Pia strahlt, Stefanie auch, Melanie auch. Stefanie, bei dir, das Bauchgefühl, der Kopf, der Verstand? Also ich muss sagen, ich gehe das durcheinander. Also für mich ist es gar nicht mehr klar. Also so wie ich dich verstehe, wärst du froh um den Joker? Ich bräuchte wirklich, ich bräuchte den Joker. Jetzt, genau. Und Pia, bei dir? Also hier ist es sonnenklar, sonst habe ich noch so ein Objekt, wo zwei reinpassen. Dort muss ich auch noch so ein bisschen nachdenken. Also ein gutes Gefühl. Und Stefanie, wirklich nicht verzweifeln. Wir haben ja noch einen Joker, jetzt musst du einfach gut schätzen. Ist das gut? Wir helfen dir. Also es gäbe ja eine Haufen Sachen, die ich hier erzählen konnte. Für einen Joker, von den Büchern über das Schminenholz bis zum Parkett. Aber zählt habe ich die Sichtbetontafeln. Also es gibt an der Decke, an der Wand, auf beiden Stücken doch die eine oder andere Tafel. Wie viel sind es total? Pia, was meinst du? Ich habe ein bisschen Mitleid mit der Stefanie. Ich sage einfach 5. Da bist du sicher schon höher als ich. Könnte jemand anderes zuerst? Kann ich einfach zur Hilfe. Mir ist egal. Also, wenn die anderen einverstanden sind, dann nehme ich die am Schluss. Ist okay. Gut. Also, Nicole, was bietest du uns an? Ich sage 3 Zentner. 3 Zentner? Ja, ist gut. Ich habe dich verstanden. Ich möchte den Joker definitiv nicht haben. Darum die blöde Antwort. Claudia. 523. 523. Ich sage 700. 700. Und jetzt ganz zum Schluss, Stefanie, was bietest du? Dann sage ich 699. Nein, ich tue mehr. Darf ich noch wechseln? Du darfst noch mal wechseln. Also, 701. So, wie viele Sichtbetontafeln gibt es? Pia, du hast noch nicht wollen, darum hast du 5 gesagt. Nicole, du hast eine falsche Maßeinheit angegeben. Also, Nicole ist mal dus mit den Zentner. Bleiben noch 4 im Rennen. Und die richtige Anzahl hat niemand getöpft. Die sind alle relativ weit weg. Es wären nämlich 220 Tafeln gewesen. Und man kann sich kehren und wenden, wie man will. Ist Pia mit 5! Ich habe es noch gedacht! Da ist er! Merci vielmals. Du bitte. Okay. Was gibst du mir, wenn ich dir den Joker gebe? Du darfst mal zu mir zu Nacht essen. Die. Ah, wow, das ist cool. Also, nur die anderen jetzt alle weg. Das ist einfach unglaublich. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Wer wohnt wo? Und sowieso, wir essen so lustig miteinander. Sind wir schon freuen, dort zu Besuch zu gehen. Wo auch immer Stefanie wohnt. Ich gehe überall her. Jemand, der gerne Pilates macht. Es würde wieder für Claudia sprechen, weil ich glaube, Claudia ist sehr
ist sehr sportlich, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube auch, dass Claudia Pilates macht. Ja. Was? Ja. Ude, hat sich das Nacht gelohnt, zu opfern? Ich glaube, es hat sich gelohnt. Jetzt musst du aber schon etwas sagen. Gut, also ich erzähle jetzt etwas. Es hat mit einer Sportart zu tun, die die Person macht. Kickboxen? Nein, es ist ein bisschen... Fechten? Nein. Fitness? Geht in die Richtung. Fünf wunderbare Zuhause haben wir gesehen, nämlich dort, wo ihr wohnt. Und ihr habt hoffentlich auch mitgeraten. Wisst ihr schon, wer wo wohnt? Der finale Tipp von euch sehen wir jetzt. Wer wohnt untersee im Kubushaus und liebt den nordischen Einrichtungsstil? Im Kubushaus wohnt für mich Stefanie, weil ich sie einschätze, dass sie eine grosse Familie hat und auch einen riesen Esstisch, wo sie mit allen Leuten gesellig zusammensitzen kann. Dort ist Pia daheim. Sie ist für mich eine absolute Powerfrau. Hallo. Vier Kinder, ihren Job, Partner, Haus, Garten. Ja, Pia gehört dahin. Wer lebt in Bern im Reihenhäuschen und mixt gerne Design und Vintage? Ins Reihenhäuschen würde die Pia sehr gut reinpassen. Ich finde die Kaffeemaschine mega schön. Die würde ich auch so gut nehmen. Vom Farbstil her, dass sie sich auch vielleicht was gewagt hat mit den Neonfarben. Im Reihenhäuschen wohnt Pia, weil sie den Namen vom Sohn gewusst hat. Elias, oder? Ja. Enea. Und weil ich glaube, Pia hat zwei ältere Kinder. Wer hat im Landhaus zuerst selber viel Hand angelegt und ist kreativ? Im Landhaus wohnt Melanie, tut dort ein bisschen Makramee machen und mit den Kindern in diesem tollen Spielzimmer spielen. Ich kann mir das dort sehr gut vorstellen. Das würde zu dir passen. Ja, meint. Ja, könnte sein. Die Melanie wohnt im Landhaus. Dort hat sie viel selber gemacht. Und sie ist so ein Glitzer-Girl bei uns in der Gruppe, wenn man sie so anschaut. Und das würde für mich sehr gut passen. Wer ist zu Ursee in der Neubauwohnung daheim und hat eine Faszination für schöne Sitzgelegenheiten? In der Neubauwohnung wohnt Nicole, weil sie kennt sich bestens aus so mit Monet und Picasso und all diesen Bildern. Ja. Und ich hatte dort den Joker mit dem Töff. Und eigentlich sieht Nicole am besten aus auf dem Töff von allen Kandidatinnen. Tust du gerne baden am Abend? Ja, ist doch schön entspannend. In der Neubauwohnung, glaube ich, wohnt Claudia, weil ich bei der Claudia glaube, sie hat kein Kind. Und welche Bewohnerin ist die Zofige im Haus am Waldrand daheim mit viel Holz und Sichtbeton? Im Haus am Waldrand würde ich die Melanie reinstecken. Ja, da ist das Baby daheim, hä? Ja. Wie heisst's? Weil es noch sehr junge Kinder in dem Haus leben und es könnte auch sehr gut zu ihr passen. Im Haus am Waldrand wohnt Claudia, weil sie passt einfach perfekt in den Whirlpool. Der ist schon parat. Also ich lade euch gerne ein, wenn es ein bisschen wärmer wird. Ja, wir kommen gerne, Claudia. Also Lady Claudia. Der Augenblick der Wahrheit ist da immer ganz ein besonderer Moment in der Sendung. Wir wollen wissen, wer von diesen fünf hat besonders gut getippt. Und ihr mögt euch erinnern, wir haben unsere Reise am Anfang der Sendung am schönen Thunersee angefangen und sind dort in Untersee in ein Kubushaus. Die Frage ist, wer von euch fünf ist dort daheim? Die Person soll sich bitte jetzt zu erkennen geben. Kubushaus? Niemand? Doch jemand? Hast du gedacht? Ja, voll. Haben es alle gedacht? Nein. Hast du gedacht? Nicole, was hast du getippt? Also, wieso hast du nicht sie getippt? Es war die 50-50 Chance zwischen ihr und jemandem anders. Ah, oh, Stefanie! Aber für die anderen drei war es klar. Warum? Ich habe sie einfach zutraut, dass sie vier Kinder hat. Bei mir war es so das, die vier Kinder, die hast du im Griff. Oder sie die? Genau. Ich glaube, ich esse mich auch nicht dazu. Ja, logisch, wie sind Kinder ein Thema bei vielen Kinderzimmern und wie das so im Alltag aussieht, das schauen wir uns an. Ich wohne mit meinem Mann im Helge im Kubushaus.
zu Untersee. Wir haben 4 Kinder, und zwar mit dem Kiel, das ist der älteste, das ist der 10. Dann habe ich Zwillinge, das ist der Linus und Nele, die sind 11. Und der kleinste, der Lasse, der ist 7. Wir haben Frieda und Rasmus, das sind unsere 2 Büsi, und die sind ein halbes Jahr alt. Wir wohnen seit 1,5 Jahren zu Untersee. Mein Mann, der ist Kardiologe und konnte eine Praxis übernehmen zu Untersee, und darum sind wir ins Oberland gezogen. Wir hatten dann auch gerade Glück, haben einen Bauplatz bekommen und konnten ein Haus bauen. Ich arbeite Teilzeit im Spital Interlaken als Expertin für Anästhesiepflege. Ich gebe nebenbei noch einen Reanimationskurs. Wir waren 9 Jahre in Hamburg, weil es ist die Heimatstadt von meinem Mann. Und ich hatte dort das Glück, dass ich für eine Produktionsfirma das Wetter für den NDR schneiden durfte. Und darum war im Joker auch das Bild mit den Filmrollen und der Schere. Was wirklich spannend und auch außergewöhnlich war, ist, dass unser Schminia extern gegossen wurde und mit einem Kran ins Haus geflogen werden musste. Und das war wirklich eine Herausforderung, dass das nie nicht anschlägt und der Sichtbeton nicht kaputt geht. Und an einer Ecke ist er auch ein bisschen kaputt gegangen. Aber das haben wir zum Glück flicken. Wie hast du von Hamburg weg können? So eine coole Stadt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch schlimm, dass meine Kinder nur Hochdeutsch mit mir reden. Und darum habe ich zurückgewählt. Hamburg selber hat mir super gefallen. Ja. Okay. Aber ich hatte schon ein bisschen Heimweh nach der Schweiz. Das zweite Objekt, das wir in der heutigen Sendung «Wer und wo» besucht haben, war das Reihenhäuschen in der Stadt Bern. Die Person, die dort daheim ist, soll sich doch bitte jetzt zu erkennen geben. Wer wohnt dort mit dem schönen grossen Garten? Ja. Ich habe es also auch gedacht. Ah, ich zwei habe ich vertäuschelt. Und apropos Kreidetafeln, die Schriftzeichen, was ist Japan? Das ist japanisch, ich bin mega Japan-Fan. In diesem Fall, Pia, sage ich sehr gerne Arigato, Pia. Hi. Was hi? Hi gehen wir noch lange nicht. Wir schauen höchstens, wie es bei ihr daheim so im Alltag aussieht, mit wem sie in Bern im Reihenhäuschen wohnt. Im Reihenhäuschen wohne ich mit Simon und unseren gemeinsamen Kindern und von allen vergöttert der Seniorenkater, der Herr Huber. Wir sind dort seit 6 Jahren daheim. Für uns ist das ein Paradies mit dem Garten und fast mitten in der Stadt. Ich arbeite in der Unternehmenskommunikation von einem grossen Unternehmen im Detailhandel. Da erscheint wöchentlich ein Magazin, wo ich Porträts schreiben kann, und das gefällt mir wälz. Wir sind sehr eine sportliche Familie. Die Tochter ist im Gerätturnen, Luisa. Der Emil spielt Schutten und Unihockey spielen. Also Sport ist uns sehr wichtig, verbindet uns, und wir sind auch gerne in den Bergen unterwegs. En famille. In meiner Freizeit bin ich auch viel auf Flohmies oder in Brockenstuben unterwegs, und es landet fast immer irgendetwas im Körbli. Ich habe 14 Jahre lang Unihockey gespielt, und als sie dann im Team von Emil einen Trainer gesucht haben, habe ich mal geschrieben, ja, ich kann schon ein bisschen helfen, ich habe mal gespielt, und wie es so ist. Plötzlich ist man engagiert, und mittlerweile bin ich I&S-Leiterin. Manchmal bin ich selber ein bisschen am Malen. Ich sage dem nicht Kunst, sondern eher Dekoration, aber es hilft zum Abfahren, und ich schaue gerne schöne Sachen anschauen und probiere auch möglichst schöne Sachen zu machen. Und der Tipp für euch daheim, also die Wandtafeln, die kann man aufkleben. Die ist, Das ist ein Kleber, genau. Ganz einfach. Aufgeklebt und dann kann man draufschreiben. Es empfiehlt sich, das zwei zu montieren, dass es nicht irgendwelche Fältchen drin gibt, aber genau. Danke vielmals, Pia. Wie sieht es aus? Wer ist gut unterwegs bei euch im Moment? Wer ist zufrieden mit den Tipps? Ja, bis jetzt definitiv. Ganz schlecht. Ganz schlecht? Ja, das kann ja noch werden. Wir geben das es noch nicht auf. Mit dem Bössli sind wir dann auf Esch gefahren, Kanton Zürich, und haben dort in ein Landhaus hineinschauen. Wer von diesen 5 ist denn dort daheim? Ja, das war aber ein Lutz Nein. Hey, da habe ich jetzt voll daneben geredet. Da war ich am überzeugtesten. Also, ich war einfach dicht drin. Ich konnte mir nicht genau vorstellen, warum. Aber es war so ein bisschen spirituell. Und du wirkst auf mich so. Claudia, ich habe es gewusst, dass du dort wohnst. Ah, das regt mich jetzt auf. Ich war so sicher. Grosse Verwirrung hier. Also, wen hast du dort? Ich habe Melanie dort. Warum? Also,
ja, wie sie so daheim ihre Makramee macht. Ich konnte mir so gut vorstellen. Und die Rutschbahn aber rutscht im Spielzimmer. Und für uns ist es immer spannend natürlich zu sehen, mit wem das Claudia in diesem Landhaus wohnt. Ich wohne im herzigen Dörfli Ash mit meinem Partner Kerim, seinem Sohn Jamie und unserer Tochter Minka. Meine Tochter ist 1,5 Jahre alt und sie hat ein wunderschönes Zimmer, was wir für sie gestaltet haben, weil sie auch unheimlich gern rutscht, klettert und sich in einer Ecke entspannt. Nach Ash hat mich es hingezogen, weil mein Partner schon vorher da gewohnt hat. Also ich bin einfach mit eingezogen und habe es versucht, nach meinem Stil einzurichten. Kerim und ich, wir sind beide sehr handwerklich begabt. Er hat das Bett gebaut, das war seine Idee. Die beiden Tische oder die drei Tische im Wohnzimmer, die habe ich selber gestaltet, auch selber geschliffen, Beine hinzugefügt, dass es ein bisschen luftiger, frischer und moderner aussieht. Ursprünglich bin ich gelernte Köchin, so wie mein Partner Kerim. Durchs Catering haben wir uns beide auch kennengelernt und jetzt nach langer Zeit auch gemerkt, dass wir auch sehr gut zusammenpassen, geschäftlich. Und er tut sich mehr mit der Küche, mit dem Aufbau. Ich bin dann eher mehr die, die das Dekorative und mit dem Service zu tun hat. Und so agieren wir eigentlich ziemlich gut zusammen. Wir haben auch eine Location am Züricher See, wo auch sehr oft gebucht wird für Firmen, privaten Feiern oder sogar auch Hochzeiten. Ah, jetzt weiß ich, warum es dort so feine Sachen auf dem Tisch gab. Es war so fein. Und den Kuchen hat mein Partner gebacken. Ah. Aber das heisst, so das Handwerkliche mit ein bisschen Glitzergeweih, das ist deine Handschrift? Ja, die habe ich vor ein paar Jahren angefangen. Aber das war eher so just for fun vom Fernsehen. Und ja, irgendwann hatte ich so viele Geweih, dass ich sie gar nicht fertig gekriegt habe. Und vor 2 Jahren habe ich dann während meiner Schwangerschaft, Corona-Zeit, dann habe ich sie alle fertiggestellt. Wow, das ist aber eine coole Beschäftigung. Ja. 2 Objekte fehlen uns noch, wo wir noch nicht wissen, wer wo wohnt. Aber wir schauen mal auf den Zwischenstand. So sieht es aktuell aus. Claudia und Melanie haben bis jetzt alles richtig. Bei der Nicole wird es noch nicht so richtig. Und Pia und Stefanie haben 2-mal richtig getippt bis jetzt. Ja, das sieht nicht schlecht aus für 2, oder? Melanie und Claudia. Ja. Juhu. Yeah. Aber es hat ja noch 2. Wir wissen noch nicht, wer ist in Sursee daheim, in dieser Neubauwohnung oder auch hier, wo wir sind, in Zofingen. Aber das Geheimnis wollen wir jetzt lüften. Aber bleiben wir in Sursee, in dieser Neubauwohnung. Wer ist denn dort daheim? So, jetzt bitte den Schlüssel vorne. Ah, 2 bleiben noch. Ja. So, Melanie oder Nicole? Ja. Ja! Nicole! Super! Du wieder einen mehr. Ein Punkt mehr. Genau. Super. Dann habt ihr mich alle dort hingetan. Ja, du nicht. Du hast mich ja ins Landhaus. Ich habe ins Landhaus, genau. Ich habe gedacht, Moni, bei Gasso, du hast dich immer so gut auskennt mit diesen gemeldeten Objekten. Die kannst nur du wohnen. Das habe ich mir verraten. Ja. Das ist eine ganz schöne Wohnung. Also, super schön. Ja, wenn du eine Wegepartnerin suchst. Also. Ich nehme das Zimmer. Kunst und das Malen, das ist angesprochen worden bei der Wohnung von Nicole. Und das hat natürlich eine besondere Bewandtnis. Welche, das sehen wir jetzt, wenn wir euch zeigen, mit wem sie dort wohnt. Mittlerweile wohne ich seit 22 Jahren in Sursee mit meinem Mann Mario. Und bis vor kurzem mit unseren beiden Töchtern, der Naomi und der Mira, die sind aber ausgezogen. In dieser Neubauwohnung wohnen wir mittlerweile seit 9 Jahren. Gelernt habe ich Keramikmalerin. Und mein Mann ist seit ewig Maler. Und seit 15 Jahren dürfen wir zusammen ein Baumalergeschäft führen. Das Büro, das man sieht bei uns daheim, das ist mein Arbeitsbereich. Dort wird Buchhaltung gemacht. Oder die Pinsel auch, wenn ich für mich selber etwas male. Stühle. Alles, was dahinter steckt, das habe ich gerne und da tue ich gerne nachforschen. Und das ist halt bei den Stühlen auch. Die Geschichte dahinter zu sehen, macht die Teile zu etwas Besonderem. Meine Frieda im Gang, die hat ihren Platz wieder gefunden, weil eine Weile lang hat die müssen abgehängt werden. Unseren Töchtern zu lieb, weil die die so gefürchtig finden. Und als sie ausgezogen sind, habe ich gesagt, so, wieder ab an die Wand. Weil Frieda für mich so eine selbstbewusste Frau verkörpert. Ja, der Joker. Ich fahre TÜV. Das ist so am Wochenende Taschen packen, hinten drauf schnallen und tschüss. Das gefällt uns und das passt mir. Ja, also, du fährst schon die grossen Maschinen. Ja.
Was hast du für einen? Das hätte ich gar nicht erwartet. Ein Yamaha 950er. Also nicht so ein Harley. Sieht ähnlich aus, aber ist ein Yamaha. Von der Neubauwohnung ist es weitergegangen hierher als Haus am Waldrand. Und ja, wenn die Milchbüchli-Rechnung stimmt, hat nur noch Melanie einen Schlüssel. Hast du ihn noch? Ja, den habe ich. Yeah. Du hast mich so verwirrt mit deinen Bajetten. Und hier ist überhaupt nichts Sättiges. Nein, also, das hätte ich nie. Pia, sag doch einfach kein Shishi. Du hast immer gesagt, du ja, Shishi muss kein Shishi. Ja, überall geschaut, finde ich noch Shishi. Nichts. Das ist gut gepokert. Gut verwirrt. Mhm. Mit dem Pullover. Ja. Total. Total. Ja. Oh, dich dann auch? Nein. Ja. Nein. Ja. Du gehörst auch hier an. Nein, eben nicht. Du gehörst ins Landhaus für mich. Ja, das hat mir dort auch gut gefallen. Ja. Aber ich halte auch gerne Natur rundherum. Und damit wird es Zeit auch für das Porträt von Melanie hier im Haus am Waldrand. Ich wohne im Haus am Waldrand mit meinem Mann, mit dem Reto, und mit meinen zwei Buben, mit dem André, der bald 3 wird, und dem Luis, der 1 Jahr alt ist. Seit 1,5 Jahren wohnen wir in diesem wunderschönen Haus. Und das hat mein Mann alles geplant, weil er der Architekt von diesem Haus ist. Und da sind wir auch viele Ausstellungen gegangen, anschauen, was, wie wir das genau umsetzen wollen. Ja, es ist eine mega tolle und spannende Erfahrung. Ich habe schon an verschiedenen Orten in der Schweiz gewohnt, unter anderem in Engadin. Und das haben wir eben auch ein bisschen einflüssen lassen. Wir nennen das so ein bisschen Natural Chic, eben mit dem vielen Holz, wo mich eben auch noch so ein bisschen wieder an das Bündnerland erinnert. Ich bin dort wirklich komplett daheim, weil Reto und ich, wir sind beide sehr naturverbundene Menschen, die täglich rausgehen an die frische Waldluft, gehen spazieren, eben auch gerade mit den Kindern. Ja, das ist wirklich ein Traum. Ich arbeite einen Tag in der Woche in einer Drogerie in Triengen. Das gibt mir eine gute Abwechslung, um einmal etwas anderes zu machen, weil sonst bin ich mehrheitlich für unsere zwei kleinen Buben zuständig und daheim mit ihnen. Wenn ich Zeit für mich selber habe, oder so ein als Ausgleich brauche ich einen Abend in der Woche für mich und dann mache ich sehr gerne Pilates. Das brauche ich ein bisschen, um den Kopf abschalten vom Alltag und wieder ein bisschen Energie tanken für die neue Woche. Und wie fest hast du dich bei deiner Mama durchsetzen, dass du noch ein Mitspracherecht haben? Also es ist wirklich eine rechte Herausforderung, mit einem Architekten das Haus zu bauen. Weil, auch wenn man mit ihm geheiratet ist? Ja, sicher. Er hat schon sehr stark seine Meinung und wie etwas aussehen muss. Aber ich konnte doch ab und zu noch etwas mitreden und das Endergebnis entspricht mir wirklich auch komplett. Wo hast du denn deine Handschrift einfließen hier? Also den Boden habe ich wirklich ausgesucht und eben die verschiedenen Lampen, die man sieht. Sehr schön, hast du sehr gut ausgesucht, die sind wirklich ganz toll. Und Kinderzimmer natürlich, Dekoration der Kinderzimmer. Mhm. Und sind die immer so schön aufgeräumt, die Kinderzimmer? Also sehen sie also wirklich nur fürs Fernsehen. Das ist übrigens ganz ein matchentscheidender Satz, weil natürlich, wenn das Wer wohnt wo Team kommt, räumen alle speziell gut auf. Hast du dich gut getarnt? Ja. Aber ich habe dich durchschaut. Super gemacht. 5 Personen haben wir kennengelernt, 5 daheim haben wir anschauen. Und das ist der Endstand, so ist tippet worden. Die Claudia und Melanie haben alles richtig zugeordnet. Nicole hat ein Krüsimüsi gemacht und einen Treffer gelandet. Und Pia und Stefanie haben 3-mal richtig getippt. Das heisst, wir haben heute 2 Siegerinnen. Die Melanie und Claudia haben alles richtig getippt und dürfen darum mit Begleitung ein Wochenende ins Hotel Giardino auf Ascona. Herzliche Gratulation! Danke vielmals. Und während Sie verdient Gratulationen entgegennehmen, wie sieht es denn eigentlich bei euch daheim aus? Ich würde gerne reinschauen. Macht doch mit als Kandidatin oder Kandidat bei einer der nächsten Ausgaben von «Wer wohnt wo?». Alle Informationen dazu die haben wir euch zusammengestellt bei uns auf der Homepage auf srf.ch/wer-wohnt-wo. Leset noch mal ein und wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal live. Mich würde es freuen. Für heute danke fürs Dabeisein, fürs Miträtseln und für sich vielleicht ein bisschen zu inspirieren lassen, wie es daheim könnte aussehen. Habt eine gute Zeit, habt Sorge und bis bald. Auf Wiedersehen. Wer wohnt wo wurde präsentiert von IKEA.